100 Jahre Verleugnung des Völkermords, des Arbeits, der großen Katastrophe liegen hinter uns. Doch es ist nicht zu spät, um Vergebung zu bitten. Das Aussprechen und die Anerkennung der Wahrheit öffnen den Weg zur Versöhnung. Die Zahl der Menschen wächst, die für die Aufarbeitung der Geschichte einstehen. Sie beginnt mit der Auseinandersetzung über das Geschehene, so wie wir es mit der heutigen Veranstaltung beabsichtigen. Kein Verband und keine Partei haben zur heutigen Gedenkveranstaltung aufgerufen. Dank der Initiative und des Engagements einer Einzelperson haben sich Menschen mehrerer Verbände und Institutionen sowie unterschiedlicher Fraktionen heute versammelt, um den Völkermord gemeinsam zu gedenken, aufzuarbeiten und dazu beizutragen, das Schweigen zu durchbrechen. Anlässlich des 100. Jahrestages des Völkermords an den 1,5 Millionen Armeniern und Hunderttausenden Assyrern, Aramäern und Pontusgriechen möchten wir zu Beginn den Opfern gedenken. Uns erwartet ein vielfältiges Programm mit Fragestellungen, die auch der Selbstreflexion dienen sollen, sodass wir auch die unterschiedlichen Wortbeiträge, dadurch gewonnenen Erkenntnisse, auch wenn es für uns heute kaum vorstellbar ist, ein wenig Hoffnung schöpfen können für einen Frieden im Dialog in einer nahen Zukunft. Dafür haben wir 6 Diaspora-Verbände der Armenier, Assyrer, Aramäer, Pontusgriechen, der Jesiden und der Aleviten in Deutschland eingeladen, um über ihr historisches Leid zu sprechen. Zudem wird ein kurdischer Verbandsvertreter die ambivalente Rolle der Kurden im Jahre 1915 als Retter, aber auch als Täter beleuchten. Wir begrüßen auch alle Kölner Ratsfraktionen. Alle 4 Bundestagsfraktionen haben sich für die Anerkennung des Völkermords am 24. April im Parlament ausgesprochen. In allen Anträgen geht es auch um das Eingestehen der deutschen Beteiligung an den Menschheitsverbrechen. Vorne heran der Antrag der Linken, der von dem Bundestagsabgeordneten Matthias Birkwald erläutert wird. Aus der Türkei heißen wir den Vertreter und Spitzenkandidaten für die HDP, Demokratische Partei der Völker, Siyapir aus Diyarbakır, willkommen. Er ist kurzfristig eingesprungen für Nazmi Göç, der aus familiären Gründen absagen musste. Einen aktuellen Überblick über den wissenschaftlichen Diskurs wird Professor Dr. Mihran Darbak vom Institut für Genozidforschung geben. Aber auch die kunstvolle Unterhaltung wird nicht zu kurz kommen. Die wunderbar einfühlsame Sängerin Anna Denian und der virtuose Duduk-Spieler und Multi-Instrumentalist, Pianist Arta Roskanyan rahmen das wortreiche Programm musikalisch ab. Alle Redner bitte ich, die Zeitvorgaben einzuhalten, damit wir möglichst pünktlich enden können. Doch nun möchten wir den Oberbürgermeister Jürgen Roters bitten, die Gedenkveranstaltung zu eröffnen. Sehr geehrter Herr Dielmas, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung. Wir wollen uns an die Ereignisse erinnern, die vor 100 Jahren am 24. April 1915 den Auftakt zu dem Völkermord, und ich benutze diesen Begriff sehr bewusst, an der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich gegeben. Wir wollen gemeinsam jene Hunderttausende von Männern, Frauen und Kindern gedenken, die in den Jahren 1915 und 1916 verfolgt und verhaftet, deportiert und ermordet wurden. Das Erinnern an die historischen Ereignisse heißt auch, dass wir zugleich Anteil nehmen wollen an dem Leid, das auch den Nachfahren der Opfer widerfuhr. Dieses Anteilnehmen ist sehr konkret gemeint, denn nicht wenige von ihnen sind
Das wird leider oft vergessen, Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Köln und unserer Region. Auch wenn die Ereignisse bereits fast ein Jahrhundert zurückliegen, so sehen die Erfahrungen von Vertreibung, Gewalt und Tod doch tief in die Familienbiografien eingeschrieben. Als vor wenigen Tagen am 26. April vor dem Kölner Dom eine Gedenkveranstaltung mit der Verlesung von Namen von Ermordeten abgehalten wurde, da war spürbar zu erleben, wie nahe dies den Anwesenden ging. Die Älteren unter ihnen trauerten um ihre Großeltern, viele um ihre Urgroßeltern. Das Wachhalten der Erinnerung an die Opfer muss, wenn es in die Zukunft gerichtet sein soll, immer auch einhergehen mit einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung zur Aufklärung. Dies gilt ganz besonders für die Gesellschaft, in der die Verbrechen begangen wurden. Dabei geht es im besten Sinne des Wortes um historische Aufklärung. Es geht darum, über die Ursachen des Völkermordes aufzuklären, sowie Tat und Täter zu benennen. Wie schmerzvoll und mühsam und langwierig ein solcher Prozess ist, haben uns die bis heute nicht abgeschlossenen eigenen Anstrengungen gelehrt, die zur Aufarbeitung des nationalsozialistischen Vergangenheit unternommen wurden und noch werden. Zu einer auf die Zukunft gerichteten Erinnerungsarbeit gehört außerdem, dass wir nicht hinter das zurückfallen, was die Europäische Union bereits 1987 festhielt, die Morde an den Armenierinnen und Armeniern in den Jahren 1915 und 16 als Genozid anzuerkennen. Diese Anerkennung muss Grundlage einer gemeinsamen europäischen Zukunft bleiben. Umso mehr, und das werden Sie sicher heute in der Diskussion noch unterstützen, umso mehr begrüße ich auch, dass der Deutsche Bundestag hierzu einen klaren Entschluss gefasst und nun den Begriff des Völkermordes verwendet hat, wenn an das Schicksal der Armenier erinnert wird. Das Thema kann und darf keineswegs auf eine weiterhin notwendige Aufarbeitung in der Türkei begrenzt werden. Ich denke auch an eine Arbeit an unserem eigenen Geschichtsbewusstsein. Schließlich war das seinerzeitige Deutsche Reich kein unbeteiligter Zuschauer. Es hatte seit 1882 die Politik des Osmanischen Reiches ideologisch und praktisch beeinflusst, etwa durch den Aufbau der türkischen Armee. Deutschen Diplomaten im Osmanischen Reich war durchaus bekannt, welchen Charakter die Deportation von Armeniern einnahm. Dennoch sah man tatenlos zu, das Schlimme noch, zum Teil unterstützten deutsche Offiziere und Soldaten aktiv die Deportationsbefehle oder lebten vermeintlichen, widerständlichen Siedlungen von Armeniern, lebten sie in Schutt und Asche. Wir haben also allen Anlass, uns mit diesem Thema als einem eigenen, gemeinsamen geschichtlichen Erbe zu befassen. Schließlich legt unsere Vergangenheit uns auch eine andauernde Verpflichtung auf, nämlich die, entschieden gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus anzutreten. Dies ist nur vor dem Hintergrund eines differenzierten Wissens um die Vergangenheit möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen und bei all denjenigen, die diese Veranstaltung initiiert, vorbereitet und organisatorisch engagiert gestalten. Vielen Dank für diese Initiative zu dieser Gedenkveranstaltung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Worte, Herr Oberbürgermeister Jürgen Roters. Und jetzt bitten wir die 5 Mitglieder der Ratsfraktion auf die Bühne und auf dem Podium Platz zu nehmen.
Ja. Also nochmal namentlich möchte ich Sie begrüßen. Das ist Hamidea Akbayev, Mitglied des Rates der Stadt Köln, die Fraktion Die Linken. Christian Losten, Mitglied des Rates der Stadt Köln, der SPD-Fraktion. Herr Bernd Hettelkauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln. Und Frau Kirsten Jahn, Vorsitzende des Bündnis 90, die Grünen-Fraktion im Rat der Stadt Köln. Ebenso Frau Katja Meuer, Mitglied des Rates der Stadt Köln in der FDP-Fraktion. Herzlich willkommen. Und bitte Hamide Akbayev. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Gäste. Im Gedenken an die Opfer des armenischen Genozids und zum Zeichen der Geschwisterlichkeit der Völker möchte ich mich im Namen meiner Fraktion Die Linke im Rat der Stadt Köln herzlich für die Einladung bedanken. Gedenken möchte ich aber auch an dieser Stelle an alle Kämpferinnen und Kämpfer oder Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, die für ein gutes Leben in der Welt, für die Änderung der Lebensumstände ihr Leben verlassen haben. Auch allen, die heute mit uns an den 100. Jahrestag des Massakers gedenken, die mit ihren Beiträgen einen erfolgreichen Verlauf geben werden, möchte ich auch danken. Vor 100 Jahren, am 24. April 1915, geschah ein unvorstellbares Verbrechen. Ein Verbrechen der Menschheitsgeschichte, die Katastrophe, ein Genozid. Auf grausame Weise fielen bis 1917 mehr als 1,5 Millionen Armenier, Assyrer, Aramäer und Pontusgriechen zum Opfer. 100 Jahre Leid, 100 Jahre Schmerz, 100 Jahre Leugnung dieses Völkermords und 100 Jahre Suche nach einer Gerechtigkeit. Wir sehen uns in der Pflicht, meine Damen und Herren, an dem 100. Jahrestag dieser Grausamkeit unseren Schwestern und Brüdern ihren langjährigen Schmerz und ihre Trauer zu teilen. Aber auch uns in ihrem unermüdlichen Kampf um Gerechtigkeit zu unterstützen und uns zu solidarisieren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der heutige Gedenktag mit vielen wertvollen Beiträgen ein wichtiges Signal in die Öffentlichkeit tragen wird. Liebe Freundinnen und Freunde, so wie damals in der Geschichte des Osmanischen Reiches, geht es auch heute seit der Gründung der Türkischen Republik 1923 die Grausamkeiten, die Massaker weiter. Es gibt immer noch keine Armenierfrage, es gibt immer noch keine Kurdenfrage. Solange der türkische Staat, die heutige AKP-Regierung und Erdogan im 21. Jahrhundert noch mit den nationalistisch-faschistischen Gedankengut wie auf eine Nation, ein Glaube und eine Fahne beharrt, haben wir alle noch einen langen Weg, dieser Leugnungspolitik entgegenzuwirken. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, dass Minderheiten, das sind keine Minderheiten, die Kurdinnen und Kurden und die Armenier natürlich, bis heute diese Gemeinschaften, dass sie vor der türkischen Regierung immer noch Leugnungspolitik und Rassismus und Nationalismus erfahren. An dieser Stelle, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich auch an einen feigen Mordanschlag erinnern. 2007 wurde der armenische Journalist Randink, der sich vehement für den Frieden und Geschwisterlichkeit der Völker in der Türkei einsetzte, brutal ermordet. Sein Traum war die Versöhnung von Türken und Armenien. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, sollten wir auch an unseren Genossen Randink gedenken und seinen Traum der Geschwisterlichkeit der Völker hervorheben. Wir wissen, dass auch bei diesem Völkermord auch Deutsche Mitverantwortung da ist und gewesen ist. Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass das Massaker an Armenien auch von deutschen Waffenbrüdern unterstützt wurde? Damals, vor 100 Jahren, wurden die
die armenischen Zwangsarbeiter mit der Bagdad waren, in die mesopotamische Wüste in den Tod deportiert. Deutsche Diplomaten bereiteten damals einen Mantel des Schweigens über den vor ihren Augen begangenen Völkermord an einem christlichen Volk aus. Das strategische Kriegsbündnis mit dem Osmanischen Reich war ihnen wichtig. Liebe Freundinnen und Freunde, so wie Deutschland, als auch die imperialistischen Mächte im Zweiten Weltkrieg sind mitschuldig an diesem Genozid. Kurz zur Aufarbeitung und Anerkennung dieses Völkermords. Es wird eigentlich die Beiträge zu diesem Thema gleich folgen, aber ich möchte kurz zum Antrag der Fraktion Die Linke im Bundestag am 24. März 2015 und sich daraus entwickelten Debatten kommen. Das wird natürlich unser Bundestagsabgeordneter Herr Matthias Birkwart noch mal intensiver darauf eingehen. Aber durch eine fraktionsübergreifende Entschließung, die Türkei aufzufordern, sich zu der historischen Verantwortung zu bekennen, trotz der breiten Übereinstimmung dieses Massakers an Armenien als Völkermord zu bezeichnen, bleibt Deutschland dem armenischen Volk schuldig. Als Kurdin alevitischen Glaubens empfinde auch ich einen tiefen Schmerz. Denn der Geist des Völkermords der Türkischen Republik blieb auch beim ersten Massaker am Leben. 1937 wurden 80.000 Kurden, Aleviten ermordet, an die wir heute auch gedenken sollten. Noch viele, viele andere Massaker, liebe Freundinnen und Freunde, die wir hier nicht aufführen können, aus Zeitmangel. Aber bei all diesen Massakern ist noch nicht vollzogen worden sind, deshalb geht unser Kampf heute weiter. So wie kein Opfer jemals vergessen wird, werden auch die Täter nicht vergessen. Somit komme ich zum Schluss meiner Rede und ich freue mich auf eine spannende Diskussion, eine gute Veranstaltung in diesem Sinne und auch eine erfolgreiche, informative Gedenkveranstaltung. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder der vertretenen, einladenden Diaspora-Verbände, sehr geehrte Herren Abgeordnete des deutschen und türkischen Parlaments, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Bratenstadt Köln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für die Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Jahrestages der Ahmed, also der Katastrophe für die Armenier, Aramäer, Syrer und viele weitere Minderheiten, danke ich ganz herzlich ebenso für die Gelegenheit, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Dieser 100. Jahrestag ist aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit für uns alle, um innezuhalten, um uns eines schrecklichen Abschnitts unserer gemeinsamen europäischen Geschichte bewusst zu werden. Er bietet auch die Gelegenheit, die Ereignisse von damals noch einmal aus den verschiedenen Perspektiven zu reflektieren und einzuordnen und dabei bisher eingenommene Positionen neu zu bewerten und gegebenenfalls zu korrigieren, damit das begangene Unrecht klar beim Namen genannt wird. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, das wurde bereits erwähnt, sind diesen nicht ganz einfachen Weg gegangen und haben sich dabei auch nicht gescheut, den umkämpften Begriff des Völkermords zu verwenden, wohl wissend, dass es nach wie vor starke Kräfte gibt, die diese Benennung für unzutreffend halten und daher strikt ablehnen. Daher sollten wir auch zwischenzeitlich für alle klar geworden sein, dass die ernsthafte und schonungslose Aufarbeitung aller Aspekte der eigenen Geschichte essentielle Grundlage für die Weiterentwicklung des eigenen Volkes bzw. der eigenen Nation darstellt und nur so die richtigen Lehren aus den Schrecken der Vergangenheit gezogen werden können. Wer wüsste das nicht besser als wir Deutschen, auch daran hat der Oberbürgermeister bereits erinnert, die wir in einer noch mal viel unvorstellbareren Dimension die Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu verantworten hatten, uns aber selbst angesichts einer erdrückenden Offensichtlichkeit der eigenen Schuld schwer damit taten, diese auch individuell zu benennen. So haben viele unserer Großväter und Mütter viel zu lange versucht, die kollektive Verantwortung von sich weg hin zu einer überschaubaren Nazi-Elite zu schieben, die das deutsche Volk instrumentalisiert und missbraucht hätte. Es war auch hier ein langer und beschwerlicher und schmerzlicher Weg, zu der eigenen, in allermeisten Fällen auch ganz persönlichen Schuld zu stehen und diese anzunehmen,
um darauf basierend eine neue, eine offene Gesellschaft zu errichten. Und dieser Weg ist keinesfalls abgeschlossen, sondern ein immer fortwährender Prozess, der auch Rückschläge erleidet, wie der immer wieder aufkeimende Antisemitismus deutlich zeigt. Und auch bei der Aufarbeitung der heute hier im Mittelpunkt stehenden Katastrophe Arendt kommen wir Deutschen nicht daran vorbei, Verantwortung zu übernehmen und uns auf diesen Teil unserer eigenen Geschichte zu stellen. Viele deutsche Diplomaten und Offiziere, Oberbürgermeister Wodas hat auch das schon zitiert, haben nicht nur tatlos zugesehen, wie Heerscharen von Armeniern, Arabern und Assyrern, der vielen anderen auch schon genannten Minderheiten, systematisch vernichtet wurden, sondern haben an einigen Stellen aktiv dazu beigetragen. Gerade vor diesem Hintergrund haben wir in Deutschland eine Verantwortung für die Aufarbeitung dieses finsteren Kapitels des frühen 20. Jahrhunderts und sind aufgefordert, auch diejenigen, mit denen wir sowohl damals als auch heute gut und eng befreundet sind, auf den Pfad der Erkenntnis zu begleiten. Dieser Verantwortung werden auch wir Sozialdemokraten uns weiterhin stellen. Gleichzeitig möchte ich als Kölner Integrationspolitiker diesen Jahrestag aber auch ganz bewusst für einen Blick nach vorne nutzen. Mehr als 180 formal existierende Länder werden durch Kölnerinnen und Kölner innerhalb unserer Stadtgrenze vertreten und repräsentiert. Wobei gerade viele der hier im Raum vertretenen Zuhörerinnen und Zuhörer zu gut wissen, dass diesen noch eine Vielzahl von derzeit nicht anerkannten Ländern und Volksgruppen hinzugefügt werden müssen. Und unsere gemeinsame Aufgabe ist es, dieses vielfältige Miteinander jeden Tag neu im gegenseitigen Respekt zu leben und zu organisieren. Dabei werden immer wieder unterschiedliche kulturelle und religiöse Werte aufeinanderprallen und auch immer mal wieder zu Konflikten führen. Diese zu moderieren und beizulegen sollte aber stets das Ziel aller sein, die als Kölnerinnen und Kölner Verantwortung tragen, völlig unabhängig, ob als Politiker, Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter von Religionsgemeinschaften oder als Vereinsvorsitzende. Und da dies schon an für sich eine immerwährende Herausforderung darstellt und stets neu justiert werden muss, sollten wir uns alle gemeinsam bemühen, aktuelle oder vergangene Konflikte in einem Teil der Welt, in anderen Teilen der Welt, nicht nachhaltig zu nachhaltigen Konflikten zwischen uns Kölnerinnen und Kölner werden zu lassen. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man ganz persönlich und emotional mit den Menschen in diesen Regionen verbunden ist und sich mit diesen sowie mit deren Geschichte identifiziert oder selbst noch von dort stammt. Aber wir können und dürfen es nicht zulassen, dass diese Konflikte unser Zusammenleben hier und heute in der Toleranzhauptstadt Köln beeinträchtigen oder uns gar nachhaltig in Feindschaft leben lassen. Lasst ihr uns daher dieses Gedenken auch zum Anlass nehmen, über die Lehren aus den tödlichen Konflikten des 20. Jahrhunderts nachzudenken und die richtigen Schlüsse für unser Zusammenleben heute daraus zu ziehen. Lasst uns dabei weiter die Geschichte aufarbeiten und auf alle einwirken, die sich dieser verschließen wollen. Lasst uns aber auch die Hand zur Versöhnung ausstrecken, damit wir hier und jetzt gemeinsam an der Zukunft unserer Stadt arbeiten können. In diesem Sinne wünsche ich mir im Namen der Kölner SPD sowohl die Weiterentwicklung der Regierungskultur aller an der Arbeit Beteiligten bzw. von den Betroffenen, als auch das Bemühen um einen Dialog miteinander, welches von allen Seiten gefordert und unterstützt werden sollte, damit wir gemeinsam an den weiteren positiven Entwicklungen unserer Heimatstadt bzw. der zur Heimat gewordenen Stadt Köln arbeiten, auf das sie auch weiterhin für Offenheit, Toleranz und Dialog stehen würde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Veranstaltung einen guten und würdevollen Verlauf. Als nächstes bitten wir Herrn Peter Kaum auf die Bühne ans Podium. Sehr geehrter Herr Jilmers, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich darf mich zunächst bedanken für die Einladung zum heutigen Gedenktag. Ich glaube, es ist wichtig, dass zum 100. Jahrestag wir endlich eine Bewusstseinsveränderung in Europa haben. Wir haben erstmals eine Anerkennung auch von breiten gesellschaftlichen Teilen, dass ein schrecklicher Völkermord zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es so in dieser Form weitergeht. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, ist es beschämend. Beschämend, dass es über 100 Jahre gedauert hat, dass die Dinge endlich aufgearbeitet werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Aufarbeitung jetzt auch zügig beginnt. Viele Historiker haben in den letzten Jahren bereits geforscht und eigentlich die Dinge auf den Tisch gelegt. Es ist wichtig, dass in den nächsten Jahren
die Diskussion und die Auseinandersetzung mit den Menschen in der Türkei insbesondere, aber auch in Deutschland für den deutschen Teil der Schuld an diesem Genozid entsprechend auch passiert. Denn, meine Damen und Herren, ohne Aufarbeitung wird es keine Aussöhnung geben. Und das ist das, und da glaube ich, da sind wir von der politischen Seite, genau wie von Ihrer Seite, wir wollen alle ein Zusammenleben der Völker in friedlicher Form. Aber um das zu ermöglichen, meine Damen und Herren, müssen wir die Dinge auf den Tisch legen. Das war für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine besonders schwere Last, weil wir extrem viel Schuld auf uns geladen haben. Das hat bis heute angedauert, das dauert auch immer noch weiter an, bestimmte Teile unserer Geschichte aufzuarbeiten. Das ist immer, auch nach so langer Zeit, nicht alles auf dem Tisch, wie die aktuellen Prozesse immer wieder zeigen. Und deshalb kann ich allen beteiligten Völkern, die betroffen waren, weiterhin Mut machen, diesen Gang weiterzugehen. Ich weiß, es ist ein schwerer Gang, aber die Erinnerung, auch wenn sie persönlich schmerzt, muss wachgehalten werden. Man muss über den Dialog versuchen, gemeinsam mit den damaligen Tätern und ihren Nachfolgern auch zu einer Aussöhnung zu kommen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir auch im Dialog in Köln, dass die einzelnen Völker und Nationalitäten, die teilweise hier in Köln leben, gemeinsam zueinander finden, sodass wir diese tolerante, weltoffene Stadt Köln auch gemeinsam in der Form feiern, leben können, wie wir sie eigentlich haben wollen. Und deshalb darf ich allen Beteiligten heute noch eine weitere würdevolle Gedenkveranstaltung, die heute auch den Dialog weiter fortsetzt, wünschen und für die Zukunft, dass wir alle gemeinsam unseren Beitrag dazu bringen, dass wir zu einer Aussöhnung der Völker kommen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Diaspora-Verbände, sehr geehrte Herr Gebners, sehr geehrte Damen und Herren, liebe anwesende Gäste. Im Namen der Grünen Ratsfraktion bedanke ich mich auch sehr für die Einladung und Gelegenheit, heute zu Ihnen zu sprechen. Wir gedenken heute der 1,5 Millionen Opfer des Völkermords an Armeniern, Assyrern, Aramäern und Pontusgriechen. Ich möchte gerne heute auch über die Verantwortung Kölns, die wir übernehmen können, beziehungsweise welche Chancen wir in Köln haben, etwas hervorheben. Köln mit seiner Partnerschaft Istanbul hat eine besondere Verantwortung und muss die Möglichkeit, die es auch innerhalb des städtepartnerschaftlichen Beziehungen gibt, nutzen. Denn wir ein friedliches Miteinander der Völker in der Türkei, aber auch genauso ein friedliches Miteinander der Völker in Köln fördern wollen, dann müssen wir die Gewaltherrschaft aufarbeiten, das haben meine Vorredner alle schon genannt. Denn Versöhnung geht immer nur, indem Verbrechen anerkannt werden. Und die BRD hat seinen ersten Schritt dazu getan. Gedenken muss aber auch immer zukunftsgerichtet sein, denn den Worten sollten auch Taten folgen. In unseren städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu Istanbul müssen wir die Menschenrechtsfrage und auch die besondere Bedeutung der Geschichtsaufarbeitung immer wieder auf die Tagesordnung setzen. In unseren Reisen nach Istanbul müssen wir das auch mit den Verbänden dort thematisieren. Und auch das Kölner NS-Dokumentationszentrum, das wir hier ja haben, was sehr geschätzt wird von uns allen, kann hier eine besondere Rolle spielen und auch eine vorbildliche Funktion übernehmen. Es ist gut, dass parteiübergreifend in Berlin nach anfänglichen Zögern von manchen Parteien jetzt aber auch ganz deutlich die Verbrechen in den Jahren 1915 und 1916 als Völkermord bezeichnet sind. In diesem Sinne werden wir Grüne in Köln dafür einsetzen, dass die Aufarbeitung weiter erfolgt und werden hier unser Möglichstes beitragen, dass diese Veranstaltung ein erster Schritt war, aber dass die Aufarbeitung weiterverfolgt und jetzt nicht verloren geht, sondern dass wir uns weiter dafür einsetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Jahn, für die Anregungen und ich hoffe, alle Parteien werden diesen Prozess auch weiter begleiten, auch die FDP. Und zwar Katja Heuer wird hier auch noch einen Wortbeitrag halten.
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Abgeordneter der nationalen Parlamente aus der Bundesrepublik Deutschland und aus der Türkei, sehr geehrte Vertreter der Diaspora-Verbände, sehr geehrter Herr Yilmaz. Wie haben wir gerade in den letzten Wochen anlässlich des 100. Jahrestages über Begrifflichkeit gesprochen und diskutiert. Über einen Begriff, der die Grausamkeiten, die Verbrechen, das Unermessliche dieser menschlichen Katastrophe auf einen Punkt zu bringen versucht. Wir sind hier und heute zusammengekommen, um an das Schicksal Hunderttausender ermordeter Armenier, Aramäer und Assyrer und an das Schicksal von Millionen Verwundeter und Vertriebener, um, ich bringe es auf den Punkt, an den Völkermord zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu erinnern. Bundespräsident Jürgen Gauck hat in seiner sehr nachdenklich stimmenden Rede über das Schicksal der Armenier vor gut 3 Wochen folgenden und, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Satz formuliert. Ich zitiere: Wenn wir Verständigung erzielen in der Beurteilung der Geschichte, wenn wir Unrecht benennen, selbst wenn es die unsrigen taten, wenn wir gleichermaßen bezeugen, ja leben, dass wir Recht und Menschenrechte achten, dann wahren wir die Würde der Opfer und schaffen eine gemeinsame, humane Basis für das Zusammenleben im Innern und über die Grenzen hinweg. Ich glaube, das ist das, was wir jenseits des heutigen Gedenktages als Leitschnur unseres alltäglichen Handelns nehmen sollten. Und das ist für uns Deutsche eine doppelte Verpflichtung. Wir haben es schon mehrfach gehört, welche unrühmliche Rolle unser Land bei der Zusammenarbeit mit dem Osmanischen Reich in der Durchführung des Völkermordes gespielt hat. Durch das Handeln deutscher staatlicher Stellen war das damalige Dritte Reich mitverantwortlich für das Morden. Zugleich haben wir Deutsche aufgrund unserer eigenen Geschichte eine ganz besondere Verpflichtung, wenn es darum geht, Unrecht zu benennen und auf den Schutz der Menschenrechte hinzuwirken. Der Holocaust ist fundamentaler Bestandteil unserer Vergangenheit. Wir haben uns die letzten 7 Jahrzehnte mit dieser Vergangenheit mehr oder weniger intensiv auseinandergesetzt. Und gerade der 70. Jahrestag der Befreiung Europas von Nazi-Deutschland vor einer Woche zeigt, dass wir diese Auseinandersetzung fortsetzen müssen. Einstweilen muss man die Dinge bedenken und man muss darüber diskutieren, ja sogar streiten können. Dies immer jedoch begleitet von Verständnis. Ich möchte mich auch im Namen der FDP-Ratsfraktion herzlich für die Einladung heute bedanken und warte gespannt auf die nachfolgenden Reden, um noch mehr über die geschichtlichen Vorgänge zu lernen. Dankeschön. Empfehle ich allen Ratsmitgliedern, bis zum Schluss hier zu bleiben. Es wird interessant bleiben, die Diaspora-Verbände werden später noch auch auf die Bühne eingeladen werden. Doch bis dahin haben wir hier noch einen künstlerischen Beitrag von Anna Denian und Arta Goskanian. Und in der Zwischenzeit bitten wir Sie, die Bühne zu verlassen. Thank you.
übersetzt so viel wie schöne armenische Augen. Thank you.
ergreifenden Worten unserer Ratsmitglieder bitte ich jetzt Herrn Professor Dr. Mihran Darak vom Institut für Genozidforschung von der Uni Bochum auf die Bühne. Wir sind sehr erfreut, dass Sie hier sind. Also die Katastrophe des Völkermords hier werden ist ein nicht überbrückbarer Bruch im Leben der armenischen Gemeinschaft. Es sind nur Fragmente, die noch von einem armenischen Leben vor dem Völkermord zeugen. In welcher Form ist ein Erinnern, ein Gedenken an diese so absolute Vernichtung überhaupt möglich? Und wer sind die Träger jeder Erinnerung? Dabei ist die Frage nach dem Gedenken zunächst eine Frage nach Form der Mahnung, der Bewahrung, wie auch nach Form einer Setzung. Es geht dabei um ein Gedenken, das nicht nur Mahnung ist, sondern das eine Sprache für Unaussprechbare setzen kann, eine Sprache für das, was ohne Namen, wie es der bedeutende armenische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Grigor Mendian in seinem eindrucksvollen Gedicht abreden, formuliert. Ewig umkreist dich, was ohne Namen liegt, was fort ist. In deinem Mund entflammt die vertrocknete Zunge. Du schläferst an allen Orten, Gefangene der Vernichtung. Es geht also um ein Gedenken, das eine bewahrende Aufgabe hat. Ein Gedenken, das ein Vermächtnis integriert. Dieses Vermächtnis möchte ich hier als eine zweite Zeugenfunktion bezeichnen. Das Gedenken soll das Zeugnis des Zeugen erzeugen, das Zeugnis des zum Opfer gewordenen, des Überlebenden. Wenn wir heute 100 Jahre nach dem Ereignis an den Völkermord denken, so sind es vor allem die Bilder der Todes- und Deportationen, die uns in den Sinn kommen. Es sind die Bilder der Frauen und Kinder, die über die Berge getrieben wurden und von den Bergen an die blutig roten Ufer des Opfers, an jene vom Blut durchtränkte Erde, wie es die Zeugen beschreiben. Es sind die Bilder der letzten Massaker in den Lager der Wüste. Bilder unermesslichen Leides, unermesslicher Verzweiflung, Bilder unbeschreibbarer Grausamkeit.
Kalesink. Mit diesem unendlich sich wiederholenden, einem nie enden scheinenden wir gingen und gingen beschreiben die Überlebende, ja, welche Überlebende, die Wege der Deportation, die sie mit dem Jahr 1915 aus den Städten und der Konservatoriums, dem alten historischen Westarmenien in Richtung syrische Küste geführt hat. Dorthin, wo die letzten Massakerplätze zu Synonymen der Vernichtung wurden, der Entsorg, Asulain, Raqqa, Homs, Mosul. Dorthin, wo die wenigen bis jetzt überhaupt bekannten Skelettenstätten zu den einzigen begehrbaren Orten dieses Völkerbundes sind. Kein Denkmal kann die Erfahrung des Opfers bewahren. Die Zersplitterung, die Katastrophe verursachte, ist die eigentliche Zeichen. Sie ist das Denkmal, ein Wundmal der Vernichtung. Die Zerstörung des armenischen Lebens und die Verletzung der armenischen Gemeinschaft steht eine nachfolgende Gesellschaft täter gegenüber der Unverletzten. Ja, die aus der Politik der Vernichtung mit gestärkten nationalen Identifikationen hervorgegangen ist und die den Täter Denkmal besitzt. Meine Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass Genozid die Frage der Konstruktion von Identität aufwirft. Denn die Gewaltprozesse eines Genozids, die einer politischen Öffentlichkeit entworfen und durchgeführt werden, werden mit Argumenten legitimiert, in denen es um die Gestaltung von Gesellschaft geht. Es geht um den Aufbau und die Zukunft der nationalen Gesellschaft, um die Einheit, Stabilität und die Gesundheit von Kultur, Ökonomie, Recht oder sozialen Gesellschaft der Täter. Es geht um die Verwirklichung der Identität der Tätergesellschaft und um die Sicherung der Zukunft dieser Identität. Die Ermordung der Armenier fand nicht am Rande gesellschaftlicher Auseinandersetzungen statt. Sie wurde umgesetzt, weil es um die zentralen Anliegen ging. Die Ermordung wurde als notwendig erklärt, um die türkische Zukunft selbst zu schaffen. So wird zwar der Beginn der Geschichte der Türkei heute zumeist mit der Gründung der türkischen Republik durch Mustafa Kemal Atatürk, Vater aller Türken, im Jahr 1923 angesetzt. Doch hatten die wichtigsten und richtungsweisenden Veränderungen sowohl hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedingungen als auch hinsichtlich der nationalen Identifikationen vorher stattgefunden. Seit den 1860er Jahren hatte sich im Osmanischen Reich eine nationale Bewegung entwickelt, die zunächst unter dem Begriff Jungosmanen gefasst, später unter dem Namen Jungtürken bekannt wurde. Aus der Bewegung selbst entstand nach 1900 eine Partei, die mit der Revolution von 1908 an die politische Macht gelangte. Diese Jungtürken, die am spätestens 1913 eine Einparteienherrschaft regierten, leiteten nun eine radikale Umgestaltung des Osmanischen Reiches ein, mit dem Ziel, die Idee der türkischen Nationalbewegung zu verwirklichen. Die Schaffung eines Vatans, eines türkischen Vatans, eines türkischen Nationalstaats, der auf türkische Kultur, türkische Sprache, türkische Geschichte und einem türkischen Territorium aufbauen würde. Ein nationales Großreich sollte entstehen, in dem nur Türken einen Platz haben sollten. Der Genozid an den Armeniern sollte somit
den Aufbruch einer neuen Geschichte und einer neuen Kultur möglich machen, die Verwirklichung einer neuen territorialen türkischen Vision sowie die Gestaltung eines neuen nationalen türkischen Ausgleichs. Die Ausgrenzung, aus die Ausgrenzungen, Deportationen und die Ermordungen, denen bis zu 1,5 Millionen Armenier zum Opfer fielen, waren nicht Prozesse einer motivlosen, hasserfüllten Auslöschungspolitik. Sie waren vielmehr Teilprozesse der Neugestaltung einer homogenen, völkisch-nationalen Bevölkerung Gesellschaft. Sie waren vielmehr, also die Ausgrenzungen, Deportationen und Ermordungen, denen bis zu 1,5 Millionen Armenier zum Opfer fielen, waren nicht Prozesse einer motivlosen, hasserfüllten Auslöschungspolitik. Sie waren vielmehr Teilprozesse der Neugestaltung einer homogenen, völkisch-nationalen Entwurfung der Gesellschaft, der die Armenier definiert als nicht integrierbare andere als Feind im Inneren im Wege stand. Also Genozid ist für mich sozusagen eine gestaltende Gewalt, nicht bestrafende. Yerene Araç, Yerene Berç, vor dem Verbrechen, nach dem Verbrechen. Die Erfahrung des Genozids bezeichnet ein Ende der armenischen Geschichte und es bezeichnet den Anfang einer Geschichte. Denn die westarmenische Kultur mit ihrer 100 Jahrhundertalten Geschichte ist eine verlorene Kultur. Eine Rückkehr vor die Erfahrung des Bruchs ist unmöglich. Das Verlorene ist unwiederbringlich. So bestimmt die Erfahrung des Verlustes die Identifikation der anderen Menschen. Dabei wurde ihnen das verweigert, was ihnen hätte Würde zurückgeben können. Eine Anerkennung ihrer Erinnerung, eine Anerkennung ihrer Erfahrung. Meine Damen und Herren, welche Antwort können wir darauf geben, welche Antwort sind wir heute dieser Geschichte schuldig? Ich möchte an einen Satz erinnern, den der jüdisch-deutsche Philosoph Walter Benjamin im Jahre 1939 notiert hat. Ich zitiere: Die Einfühlung in den Sieger kommt den jeweils Herrschenden zugute. Denn die jeweils Herrschenden sind die Erben aller, die je gesiegt haben. Es sind jenes Bündnis der Politik mit dem Gewinner der Geschichte, das Walter Benjamin erkannt und kritisch konstatiert hat. Und er forderte dazu auf, endlich die Perspektive zu wechseln und den Blick nun auf die Verlierer der Geschichte zu richten, auf die Opfer. Also auf jenen, über die der Triumphzug der Herrschenden hinweggeführt hat. Die Erfahrung der Opfer eines Genozids verlangt notwendig nach Solidarität und öffentlicher Anerkennung. Dies gilt für die Erinnerung an die Opfer des Völkermords an den Armeniern in besonderer Weise. Denn durch die strategische Leugnungspolitik der Nachfolgegesellschaft der Täter ist eine radikale Fortsetzung der genozidalen Politik erforderlich. Meine Damen und Herren, die Verweigerung der Anerkennung verletzt die Würde des Opfers immer aufs Neue. Sie lässt das Opfer stehen vor einem Riss in der Zeit und zeigt ihm, dass die Geschichte weitergegangen ist, ihn selbst aber für immer verloren hat. Eine Zukunft für die armenische Erinnerung, eine Zukunft der armenischen Gemeinschaft in der Zersplitterung kann nur darin liegen, endlich ein Recht zu haben, aus der Rolle des Geleugneten, der weiß wichtigen Überleben herauszutreten und auch subjektiv die Geschichte bezeugen zu dürfen. Bezeugen zu dürfen, dass das Opfer
und Täter gab. Opfer und Täter, die einen Namen hatten. Als Echo unserer Eltern, unserer Großeltern und Urgroßeltern werden wir am Ende nicht aufhören zu erinnern. Wir werden nicht aufhören, eine Mahnung zu sein, eine Anklage. Damit wir jenem Versprechen folgen, das der Schriftsteller und Theologe Krikorna Legazzi schon im 10. Jahrhundert gab. Ich zitiere. Und auch wenn ich mich selbst damit dem Tod zum Opfer gebe, so werde ich doch meine Worte diesem Ziel widmen, gegen das Böse zu zeugen, das mich getroffen hat. Insofern, armenische Erinnerung ist nicht nur eine Mahnung, eine Anklage, sondern auch eine Erwartung für eine Zukunft. Für eine Zukunft eine praktische Solidarität erwarten. Und dabei Erfolg zu haben, liebe Freunde, um eine Zukunft für die armenische Gemeinschaft in der weltweiten Zerstreuung, aber auch ihre verlorenen Heimat zu ermöglichen, bedarf es aufrichtige Solidarität. Es bedarf einer aufrichtigen Solidarität, gerade von Seiten, hier darf ich das Wort Kurden nennen, die einst Handlanger der Täter gewesen sind und das ererbte, was die Armenier verloren haben. Es bedarf aufrichtige Solidarität der Kurden, die später dann selbst Opfer der türkischen Modernisierungspolitik geworden sind und die ihrem Kampf um Emanzipation die Erfahrung von Repression, Verfolgung und tödlicher Gewalt machen müssen. 100 Jahre nach dem Völkermord an den Armeniern überschneiden sich also heute die armenischen und kurdischen Erfahrungen von Gewalt in der Türkei. Heute eine Solidarität der Kurden und der kurdischen Politik zu spüren, macht mich glücklich, denn heute ist ein Beispiel dafür. Denn auch in meiner Kindheit habe ich in jeder Region, die heute Kurdistan genannt wird, andere Erfahrungen machen müssen. Die armenischen Bemühungen um gesellschaftliche und politische Emanzipation waren von ständigen Enttäuschungen bestimmt und schließlich von der Erfahrung einer radikalen Vernichtung. Die Hoffnung war damals nämlich mit jungtürkischen Bewegungen eine Emanzipation im Osmanischen Reich zu verstehen. Nämlich der Völkermord an den Armeniern ist nur so zu verstehen, dass diese Bewegung der armenischen und jugendlichen Bewegung, die so viel Hoffnung für eine Emanzipation für die Armenier im Osmanischen Reich, aber nicht nur für die Armenier selbst, sondern für andere Gemeinschaften im Osmanischen Reich, so eine Entwicklung. Die Armenier waren keine und die Armenier, wie heute auch Kurden, keine Minderheit im Osmanischen Reich, sondern sie waren Teile des Osmanischen Reiches. Es ist fälschlich, wird immer wieder sozusagen von der Minderheit im Osmanischen Reich gesprochen. Das Osmanische Reich hatte keine Minderheit und Mehrheit-Konzeption, sondern wir waren alle Teile des Osmanischen Reiches. Und der Versuch der Emanzipation war das Türkische. Das war eine misslungene Emanzipation und Emanzipation im Rang. Als die armenische Emanzipation Wirklichkeit werden sollte oder drohte Wirklichkeit zu werden, kam jene Vernichtung, die wir sozusagen heute hier gedenken. Also in diesem Sinne möchte ich heute meine Rede beenden und sagen, dass es hier eine besondere sozusagen Erwartung hier angekündigt wird, dass es heute mit einer sozusagen kurdischen Initiative diese Veranstaltung erfolgt ist, freut mich. Es gibt mir auch Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass in diesem Gebiet
nicht eine nationalstaatliche Konzeption, eine Definition erfährt, sondern ein Ort für alle Völker, auch für die Armenier, die verlassen müssten, die müssen auch einen Zugang in diesem Land finden. Um das zu erreichen, wie ich sagte, eine aufrichtige Solidarität erwartet. Ein aufrichtiges Versprechen auch, nämlich die Versprechung, die Armenier mit ihren 1,5 Millionen Toten erfahren müssen, darf nicht wiederholen. Dankeschön. Seine Worte bestimmt hier auch noch mal auf dem Podium vertiefen. Wir haben die Diaspora-Verbände eingeladen. Es sind 6 ausgewählt worden. Wir bitten Sie, zunächst alle gemeinsam auf die Bühne zu kommen und dann einzeln ans Mikrofon zu treten. Wir haben eingeladen Madlen Bratian vom Zentralrat der Armenier in Deutschland. Dann Johann Roumet. Er ist der erste Vorsitzende des Zentralrats der Asszyprischen Vereinigung in Deutschland und der europäischen Sektionen. Lukas Limperpoulos, der vom Verband Pontus Griechen in Europa. Süleyman Atiş von der Föderation der Demokratischen Aleviten. Yılmaz Kaba vom Demokratischen Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und seit sie ist die neue Organisation der YEKKOM und Nujian Binay von der Föderation der jesidischen Vereine, Vorstandsmitglied auch des jesidischen Frauenrats. Dann bitte ich Madlen Bratian um den ersten Wortbeitrag. Sehr geehrte Stadträte, Vertreter der Parteien, sehr geehrter Herr Professor Dabak, liebe Freunde der kurdischen, alevitischen, aramäischen, assyrischen und jesidischen Gemeinden, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Murat Yılmaz. Wir sind heute hier versammelt, um jener zu gedenken, jene zu ehren, die Opfer des ersten Völkermordes des 20. Jahrhunderts geworden sind. Wir gedenken der Opfer, von denen keine Gräber zeugen, an denen wir trauern können. Die Orte des einstigen westarmenischen Lebens sind für uns Armenier nach wie vor unzugänglich. Trauerarbeit kann aber erst dann beginnen, wenn die Nachkommen der Überlebenden die Orte der einstigen Vernichtung ungestört aufsuchen und ihre ermordeten Familien würdigen können. Für jeden Armenier das Gedenken und die Erinnerung eine Verpflichtung, die wir von Generation zu Generation weitergeben. Ein Genozid beschränkt sich nämlich nicht bloß auf die Tötung eines Menschen oder einer Menschengruppe, sondern zielt auf die Vernichtung von Leben, Sprache, Kultur, Religion und nicht zuletzt die Erinnerung eines Volkes ab. Systematische Vernichtung armenischer Architektur, der Kirchen, Klöster und Schulen, die Ruinen in den einstigen westarmenischen Provinzen legen hierfür Zeugnis ab. Solange in der Türkei, aber auch hier in Deutschland, Ehrengräber für die Mörder der Armenier unterhalten und Straßen, Schulen, Moscheen, Plätze und Ortschaften nach den verantwortlichen Drahtziehern des Völkermordes an den Armeniern benannt werden. So lange erfährt die Genozid- und Gewaltpolitik eine Fortführung. Anlässlich des 100. Gedenkjahres finden seit dem Frühjahr deutschlandweit Veranstaltungen zur sogenannten armenischen Genozidlüge statt, in der die Religionsbehörde DİTİB, der AKP-Ableger ÖTD, die Vereine der Grauen Wölfe und die türkische Gemeinde Deutschland
als gemeinsame Veranstalter auftreten, vereint gegen den armenischen Feind. Der Genozid an den Armeniern gehört daher nicht einer dunklen Vergangenheit an, sondern betrifft unmittelbar die Gegenwartspolitik in Deutschland. Die Politik kann sich nicht mehr mit den gängigen Beschwichtigungen herausreden, es handele sich um innertürkische Angelegenheiten, wenn türkische Rechtsradikale und Nationalisten das Zusammenleben in Deutschland gefährden, indem sie ganze Bevölkerungsteile in Deutschland, so insbesondere die Armenier, aber auch Kurden, Christen und Aleviten und Jesiden, zu Feinden erklären und diese Feindbilder an ihre Jugend weitergeben. Insbesondere, wenn die Leugnung seitens jener Verbände erfolgt, die gerne als gemäßigte islamische Einrichtungen in der Öffentlichkeit vorgestellt und als Ansprechpartner für den Islamunterricht präsentiert werden. In der Frage des Armenier-Genozids wird deutlich, was für ein Geschichtsbild, welche Identifikationsangebote, welche Wertvorstellungen und was für ein Menschenbild die türkischen Verbände an die türkeistämmigen Zuwanderer vermitteln. Der Ruf nach kritischer Selbstreflexion, nach Aufarbeitung und Versöhnung mit der eigenen Geschichte, den werden also die nach dem Holocaust ein Konsens für ein friedvolles, vereintes Europa geworden sind, werden als Nestbeschmutzung und Vaterlandsverrat bewertet. Der Geschichtsrevisionismus ist daher nicht bloß die Leugnung eines vergangenen Ereignisses, sondern bestimmt das Handeln und die Werte einer Gesellschaft in Gegenwart und Zukunft. Wir in Deutschland sind daher angesichts der Verstrickung des Deutschen Reiches am Genozid an den Armeniern und auch angesichts der 4 Millionen Menschen aus der Türkei, die in Deutschland inzwischen in der 3. und 4. Generation leben, zur Aufklärung und Aufarbeitung im deutschen Schulwesen verpflichtet. Die Politik ist dazu verpflichtet, den Armeniern, die in der Zersplitterung leben, mit konkreten Schritten Raum für ihre Erinnerung zu schaffen und die Strukturen armenischen Lebens in Deutschland zu stärken, auch die in Köln. Ich danke Ihnen. Als nächstes bitten wir Johann Romehl vom Zentralrat der Assyrischen Vereinigung in Deutschland. Lieber Murat, vielen, vielen Dank für die Initiative, die du ergriffen hast, uns alle hier zusammenzubringen. Es ist eine sehr schöne Geste von einem kurdischen, jungen, emanzipierten Menschen, der in Deutschland aufwächst, die Initiative ergriffen wird, um den Völkermord, der an die Menschen im Osmanischen Reich verübt wurde, hier zu gedenken und zu erinnern. Und auch an die künftigen Generationen zu mahnen. Ich beglückwünsche dich für diesen Schritt und danke dir nochmals. Meine verehrten Damen und Herren und Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Fraktionen im Stadtparlament von Köln, auch Ihnen danke ich für die klaren Worte, die Sie hier uns allen vorgetragen haben. Es ist wichtig, dass wir unseren Worten auch Taten folgen lassen. Und ich wünsche mir von der Stadt Köln, wie es hier auch zur Sprache kam von Frau Jahn, gerade Städtepartnerschaften auch dafür zu nutzen, sich kritisch auseinanderzusetzen mit der Geschichte der eigenen Stadt, des eigenen Landes, um auch von der Freundschaft aufrichtig zu profitieren, nämlich auch nach vorne zu schauen, indem man aus der Vergangenheit lernt. Danke für die klaren Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Völkermord an den Assyrern, Aramäern, an den Griechen
und an den Armeniern, der bildet einen sehr wichtigen Punkt in unserer Geschichte und auch in unserer Identität als Betroffene. Wir sind damit aufgewachsen, wir sind damit zu Diaspora-Gesellschaften geworden und wir werden heute auch damit konfrontiert, wie unsere Kultur, unsere Existenz ausgerottet wird. Wir sind heute Zeugen eines neuen Genozids, den wir heute in Mesopotamien wiederholt sehen. Das, was damals passiert ist, war ein schreckliches Ereignis für die gesamte Menschheit. Und auch heute ist es ein schreckliches Ereignis für die gesamte Menschheit. Jedoch schaut die Welt wieder zu. Es wird wieder nicht unternommen. Und wir als Assyrer, die direkt von diesem Völkermord betroffen sind, wir verurteilen das aufs Schärfste. Die Nutznießer des Völkermords, die Kurden und auch die Türken, die müssen endlich Farbe bekennen. Die müssen endlich Schritte einleiten, damit sie unseren Schmerz lindern. Sie müssen es möglich machen, dass wir unsere Kirchengrundstücke, unsere Dörfer wiederbekommen, dass wir dort eine neue Zukunft aufbauen können. Und das vermisse ich auch von allen Seiten. Es reicht nicht zu sagen, dass wir zum Beispiel im Falle der Kurden als Handlanger der Türken aktiv waren. Das reicht nicht, liebe kurdischen Freunde. Es bedarf einer aufrichtigen Abrechnung, Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Schließlich wurden wir als Christen, die gesamte Christenheit im Osmanischen Reich, in der heutigen Türkei, wurden wir enteignet, ermordet, vertrieben und sie haben jetzt die Dörfer der Armenier besetzt. Ich meine das jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern es ist so gekommen. Sie besetzen die Dörfer, auch der Assyrer an der irakisch-syrischen Grenze und mit einer Entschuldigung ist es nicht getan. Es gibt Menschen, Aramäer, Assyrer, Armenier, die dort noch leben und sie müssen die Sicherheit dafür schaffen, dass sie dort eine Zukunft bekommen. Das ist eine aufrichtige Aufarbeitung. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Ich wünsche mir auch, dass die Demokraten unter uns, insbesondere die deutsche Politik, noch mehr für dieses Thema tut. Nicht mit dem Gedenken des 100-Jährigen einfach abschließt, sondern viel mehr Möglichkeiten dafür schafft, dass wir dieses Thema aufarbeiten, dass wir auch unsere türkischen Freunde, die hier leben, die auch mit der Vergangenheit abbrechen wollen, dass wir zusammenkommen, dass wir uns versöhnen, dass wir auch in der Türkei Demonstrationen machen können, daran erinnern, für die zukünftigen Generationen mahnen können in der Türkei, damit sie uns nicht als Gaul beschimpfen. Wir möchten, dass Sie uns dabei helfen, dass wir der heutigen Türkei, dass wir Herrn Erdogan und seinen Nachfolgern die richtige Richtung für die Zukunft des türkischen Staates aufzeigen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine hoffnungsvolle Zukunft, eine Türkei, die endlich mit der Vergangenheit abrechnet und nur noch nach vorne schaut. Vielen Dank. Alle berichtet ist. Und nun bitten wir Lukas Limperpoulos von den Pontusgriechen in Europa Verein auf die Bühne ans Mikrofon, um ihre Sicht zu erklären. Sehr geehrte Damen und Herren, als Pontus wird die Region am Schwarzen Meer im Nordosten der Türkei bezeichnet. Bereits im 8. Jahrhundert vor Christus gründeten die Griechen dort die ersten Kolonien.
Später kamen weitere hinzu. Während der römischen Zeit fand die Christianisierung Kleinasiens statt. Kleinasien war in der Antike das Kernland des Christentums. Andreas und Petrus gelten als die Apostel des Pontus. Jahrhunderte lang war Pontus ein Teil des byzantinischen Reichs. Gegen Mitte des 15. Jahrhunderts fiel Konstantinopel an die Osmanen. Es begann die osmanische Zeit. Während dieser Zeit gab es häufig Krieg zwischen Russland und dem Sultan. Die Griechen in der Pontusregion wurden von den Osmanen aufgrund ihrer mit den Russen gemeinsamen christlich-orthodoxen Religion oft verdächtigt, eine pro-russische Haltung einzunehmen. Das führte oft zu Repressalien gegen sie. Als Reaktion darauf flohen tausende Griechen in das benachbarte Russland. Habe die Lage sich beruhigt, kamen einige wieder zurück, andere wieder blieben dort. Deren Nachfall lebt heute noch in den Ländern um das Schwarze Meer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ergriffen die Jungtürken die Macht. Damit war das Schicksal der Minderheiten besiegt. Die überwiegende Zahl der Griechen lebte in Pontus, in Kappadokien und in Westregionen von Kleinasien, genauer in Ostthrakien samt Konstantinopel und in dem Küstenstreifen der Ägäis, dem antiken Ionien. 1912 fand der erste Balkankrieg statt. Griechenland, Serbien, Bulgarien und Montenegro standen dem Osmanischen Reich gegenüber. Während des Krieges flohen hunderttausende Muslime aus den Balkanländern ins Osmanische Reich. Die Versorgung dieser Menschen mit Wohnraum war ein willkommener Anlass für die Jungtürken, die Griechen aus Ostthrakien und Ionien zu vertreiben. Es passte auch zu ihrer Strategie der Liquidierung der Christen. Die erste Vernichtungsphase fand im Jahr 1914, wenige Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, statt. Es kam zu organisierten, blutigen Übergriffen gegen die Griechen. Tausende wurden gewaltsam gezwungen, ihre Häuser binnen kurzer Zeit zu schließen. Oft mussten sie eine Erklärung unterschreiben, freiwillig zu gehen und später auch keinen Anspruch auf ihr Eigentum zu erkennen. Die Männer wurden zur Zwangsarbeit eingesetzt, ältere Menschen, Frauen und Kinder wurden deportiert und auf Todesmärsche geschickt. Fast die Hälfte von ihnen kam nicht zurück. Die zweite Vernichtungsphase fand in den Jahren 1915-16 gleichzeitig mit der Vernichtung der Armenier statt. Sie betraf die Pontus-Griechen. Die Vorgehensweise der Jungtürken war die üblich. Rauch, Mord, Plünderung, Vergewaltigung, Brandschatzung, Zwangsarbeit, Deportation und Todesmärsche. Die dritte Phase erfolgte während des griechisch-türkischen Krieges von 1919 bis 1922. Am 19. Mai 1919 kam Kemal Atatürk im Auftrag der osmanischen Regierung in den Pontus offiziell, um das Gebiet von den irregulären bewaffneten Banden zu säubern und die Region zu befrieden. Stattdessen jedoch wurde die Vernichtung der Pontus-Griechen fortgesetzt. Es gab wieder tausende Tote. Aber es gab noch mehr Opfer. Es ging der Kreise dahin, wurden die Megali-Idee die Wiedererrichtung des Byzantinischen Reichs realisiert. Sie erklärten dem Osmanischen Reich den Krieg. Die griechische Armee war anfangs erfolgreich und marschierte gegen Ankara, aber kurz davor wurde sie geschlagen und trat dem ungeordneten Rückzug an. Zusammen mit dem griechischen Heer flohen auch tausende griechische Zivilisten. Sie kamen nach Izmir, um von dort aus nach Griechenland überzusetzen. Die griechische Armee wurde evakuiert, die Zivilbevölkerung blieb zurück. Die vorrückende osmanische Armee erreichte im September
22 Izmir und richtete ein entsetzliches Massaker an. Die griechischen und die armenischen Grundführer wurden niedergebrannt und die christliche Zivilbevölkerung wiedergemetzelt. Es gab mindestens 50.000 Tote. Im Hafen von Izmir lag eine Flotte von etwa 30 Kriegsschiffen aus Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA. Sie hatten nicht eingegriffen, um die christliche Zivilbevölkerung vor dem Abschlachten zu schützen. Ihre Regierungen hatten strikte Neutralität angeboten. 1923 kam es zum Friedensvertrag von Lausanne. Zwischen Griechenland und der Türkei wurde unter anderem ein Bevölkerungsaustausch vereinbart, der aber rasch zu einer Zwangsvertreibung wurde. Etwa 1,5 Millionen Griechen verließen die Türkei und gingen nach Griechenland. Umgekehrt verließen 400.000 Türken Griechenland und gingen in die Türkei. Als die Jungtürken 1908 de facto die Macht ergriffen, lebten in Pontus etwa 750.000 Griechen. Circa 350.000 wurden umgebracht. Einige nationale Parlamente und einige Bundesstaaten der USA haben den Massenmord an den Pontus-Griechen als Völkermord anerkannt. Gedenktag ist der 19. Mai. Von den insgesamt 2,5 Millionen Griechen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Kleinasien lebten, wurden fast 800.000 getötet und 1,5 Millionen vertrieben. Heute leben in der Türkei nicht mal 2.000 Griechen. Ich danke Ihnen. Süleyman Ateş von der Föderation der Demokratischen Allianz ans Mikrofon. Liebe Murat, verehrte Gäste und meine Diaspora-Vertreter, ich habe mehrere Gedenkveranstaltungen bis jetzt teilgenommen, aber dies ist eine sehr besondere Gedenkveranstaltung für mich, denn bis jetzt waren die einzelnen religiösen Volksgruppen, die aus Genozid, Vertreibung und Unterdrückung ausgesetzt waren, nur allein unter sich, um ihren Gedenkfeier aufzufangen. Aber was du, Murat, heute ermöglicht hast, dass alle Diaspora-Verbände, Politik und Vertreter von Stadt und Oberbürgermeister hier gemeinsam 100 Jahre gedenkt, an Armenier zu denken, möchte ich besonders herzlich bei dir bedanken. Meine Damen und Herren, ich bin Vertreter von der Demokratischen Föderation hier und eine Angehörige und Vertreter einer Religionsgemeinschaft, der bis jetzt von Kerbela, vom Massaker von Yavuz-Sultan Selim, von Dersim Genozid 1938 und dann folgt es immer weiter, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi und bis jetzt immer noch verfolgt, unterdrückt und massakriert wird. Daher kenne ich mich auch sehr gut und das Schmerz ist voll in meinem Körper drin. Und ich möchte auch nicht jetzt lange Rede halten, sondern mich kurz fassen deswegen. Wenn wir davon sprechen, dass die osmanische Türkei Jungtürken vor 100 Jahren einen Genozid an Armeniern begangen hat, denn das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich hat sich genozide Politik gegenüber den Christen
in der Türkei bis heute nicht geändert. Das Leugnen des Genozids nach 100 Jahren ist nicht als der fortführende Genozid mit anderen Mitteln. Früher wurden Christen vernichtet und heute werden die letzten Spuren der Christentum in der Türkei vernichtet. Dieses 100-jährige Homogenisierungspolitik fallen auch andere Minderheiten der Türkei zu Opfer. Aber die sogenannte Minderheiten der Türkei, Armenier, Aramäer, Kurden, Aleviten, Jesiden, haben sich in den letzten Jahren verändert. Insbesondere geht es aus der Diaspora, vor allem hier in Deutschland, eine enorme positive Emanationskraft in die Türkei aus. Es ist unsere Aufgabe, als Vertreter dieser Gemeinschaften uns hier zu vernetzen und als eine Schicksalgemeinschaft zusammen gegen die Homogenisierungspolitik in der Türkei entgegenzuwirken. Das geht nur mit Aufklärung, Aufklärung und Wiederaufklärung. Auch Bund und Länder, Kommunen sind gefördert. An dieser Stelle möchte ich auch an unseren Bundespräsident Johann Gauck und Vertreter aller politischen Parteien mich herzlich bedanken. Auch wenn es zu spät ist, haben wir jetzt eindeutig zu den Verwaltungen gestellt und Stimmen genommen. Wir müssen gemeinsam gegen die leugnende ausgrenzende Bildungs- und Kulturpolitik der Türkei auch in Deutschland entgegenwirken, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Ich bin auch in unserer Ausbildung, ich bin auch seit 36 Jahren Lehrer in Köln, weiß ich, wovon ich spreche und viele die Diaspora-Verbände wissen das auch, wie die Menschen aus hier in Deutschland auch selbst noch weiter hier unterdrückt und diskriminiert werden von der türkischen Staatspolitik hier. Die Minderheiten aus der Türkei sind auch hier in Deutschland vermehrt Vorurteile übergriffen, Schmähungen und türkische Nationalisten ausgesetzt. Insbesondere sind Jugendliche betroffen. An den deutschen Schulen müssen auch die türkischen Kinder die Möglichkeit bekommen, ihre türkische Geschichte und die Folgen aufzuarbeiten. Die Bewegung zur kritischen Auseinandersetzung im nationalen Gesichtsbilder ist die Voraussetzung, um gegen die Feindbilder geprägte nationalistische Ideologie entgegenzuwirken. Ich betrachte diese Veranstaltung heute als einen sehr guten, beispielhaften Anfang und hoffe, dass wir auch weiterhin gemeinsam mit dieser Konstellation, mit allen Beteiligten hier zusammenzuwirken, damit wir eine friedliche Zusammenleben erleben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Süleyman Atish. Ich denke, aus den bisherigen Wortbeiträgen sind einige Aufträge hier auch an die Ratspolitik also auch zu entnehmen. Daraus lässt sich bestimmt was ableiten, entwickeln. Richtung Bildungsauftrag und Aufklärungsarbeit, das können wir, glaube ich, am besten gemeinsam hinkriegen, so wie wir heute hier versammelt sind. Als nächstes möchte ich Yılmaz Kaba ans Mikrofon bitten vom Demokratischen Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden von Nardin. Danke. Lieber Oberbürgermeister, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich im Namen des Demokratischen Gesellschaftszentrums für Kurden in Deutschland, NADEM, für die Einladung und natürlich für die Initiierung dieser Veranstaltung.
Der 24. April, Gedenktag an den Völkermord, ist der Gedenktag am Völkermord am armenischen Volk. Wir teilen die Trauer des armenischen Volkes zum 100-Jahrestag des Völkermords, bei dem in den Jahren 1915 und 1916 mehr als 1,5 Millionen Menschen auf grauenhafte Weise massakriert und auf Todesmärschen in den Tod getrieben wurden. Auch armenisches Eigentum, Grund und Boden, Häuser und Wohnungen sowie persönliche Habe aller Art wurden gewaltsam und entschädigungslos enteignet. Hunderte armenische Schulen, Kirchen und Klöster geplündert und zerstört oder in Moscheen umgewandelt. Viele weitere historische Monumente, Kunstwerke und Kulturgüter wurden vernichtet oder gingen für immer verloren. Von diesem Genozid waren auch mehrere hunderttausend christliche Assyrer, Aramäer sowie Pontusgriechen betroffen. Es reichte aus, Armenier zu sein, um ermordet zu werden. Das Ziel, die Auslöschung ganzer Identitäten mit all ihren Kulturen und Sprachen. Die Führer der Jungtürken hatten Verbündete, die ihnen bei der Massenvernichtung halfen. Für dieses Massaker wurden spezielle Mordbanden zusammengestellt, die unter anderem auch aus anderen kurdischer Stämme bestanden, die sogenannten Hamidi-Truppen. Einige kurdische Stammesherren erhofften sich durch die Vertreibung und Vernichtung ihrer armenischen Nachbarn mehr Reichtum. Auch die Rolle des Deutschen Reiches beim armenischen Genozid war nicht zu unterschätzen. Das Osmanische Reich und das Deutsche Reich waren in einer Kriegsallianz. Als demokratisches Gesellschaftszentrum der Kurden in Deutschland Nabden bringen wir im Namen der Kurdinnen und Kurden unser Mitgefühl mit den vom Genozid betroffenen Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck und sehen die Auseinandersetzung mit dem geschehenen Unrecht als notwendigen Schritt. Der Genozid fand unter der Verantwortung der jungen türkischen vom Komitee für Einheit und Fortschritt gebildeten Regierung des Osmanischen Reiches statt. Unterstützt wurde das jungtürkische Regime von seinem deutschen Waffenbruder. Armenische Zwangsarbeiter wurden mit den Bagdadbahn in die mesopotamische Wüste in den Tod deportiert. Deutsche Diplomaten breiteten einen Mantel des Schweigens über die von ihren Augen begangenen Massaker an einem christlichen Volk aus, um das strategische Kriegsbündnis mit dem Osmanischen Reich nicht zu gefährden. Wir fordern die Türkei als Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches auf, den Völkermord endlich als solchen anzuerkennen. Für einen demokratischen Staat ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte und die Anerkennung geschehenen Unrechts ein Zeichen historischer Reife. Die türkische Republik wurde nicht nur auf den Knochen und dem Blut der Vitrine beraubten und ermordeten Armenier und anderer christlicher Minderheiten errichtet, auch der Geist des Völkermords blieb in der türkischen Republik am Leben. Im Namen des Türkentums, sprich einer rein türkisch-muslimischen Identität, wurden und werden alle anderen Bevölkerungsgruppen verleugnet, zwangsassimiliert, vertrieben und ermordet. Es war und ist heute noch die Absicht der Türkei, unter diesem Mantel eine Nation mit einer Religion unter einer Flagge zu errichten. Wenn es sein muss, dann wie in der Vergangenheit schon, auch mit den Mitteln der Gewalt und des Zwanges. Auf die Verfolgung und die Ermordung der Armenier, Aramäer und Assyrer folgten die Verfolgung und Ermordung der Kurden, vor allem der nicht-muslimischen Kurden, wie unter anderem der Jesiden und Aleviten. Das Ziel war und ist damals wie heute eine gesellschaftliche Homogenisierung. Die Umstände der Homogenisierungsmaßnahmen sind fast gleichwertig zu betrachten wie eine ethnische Säuberung, ohne jeglichen Respekt die Vernichtung aller schwachen Kulturen und Identitäten. Damals im Sinne der Errichtung eines homogenen türkisch-muslimischen Nationalstaates, heute insbesondere durch die systematische Verleugnung des Genozids oder der Kriegsallianz der Türkei mit dem Islamischen Staat IS. Die Herangehens- und Vorgehensweise sind mehr als unähnlich. Hunderttausende wurden in den 20er und 30er Jahren vertrieben und ermordet. Weitere 40.000 Kurden wurden in den letzten 30 Jahren getötet und Millionen vom Militär aus ihren Ländern vertrieben. Auch die AKP-Regierung setzt diese Politik der Verleugnung und Zwangsassimilation im Namen des Türkentums fort. Auf den physischen Genozid folgt der politische Genozid. Über 10.000 kurdische Politiker und zivilgesellschaftliche Aktivisten wurden in den letzten 6 Jahren inhaftiert. Bauern werden aus der Luft bombardiert, Kinder in Gefängnissen gefoltert und vergewaltigt. Aleviten müssen zwangsweise den sunnitisch-islamischen Religionsunterricht besuchen. In alevitischen Dörfern werden Moscheen gebaut, während alevitische Djamhäuser bis heute keinen offiziellen Status besitzen. Während der Prozess gegen die faschistischen Mörder von Sivas, die 33 alevitische Künstler und Intellektuelle verbrannten, eingestellt wurde, wurden und werden an mehreren Orten alevitische Häuser mit roter Farbe markiert, als Drohung und Vorbereitung neuer Massaker.
Eine Anerkennung des Völkermords am armenischen Volkes und Assyrer und Aramäer und eine Entschuldigung dafür durch die türkische Regierung wären ein wichtiges und mutiges Zeichen historischer Verantwortung und ein Meilenstein auf dem Weg der Demokratisierung. In einer neuen türkischen Verfassung müssen die Minderheitsrechte und kulturellen Rechte sämtlicher in der Türkei lebenden Bevölkerungs-, Glaubens- und Religionsgemeinschaften anerkannt werden. Leider bis heute vergebens, da sich die türkische AKP-Regierung weigert, die Tatsache des Völkermords einzugestehen. Wer vom Genozid spricht, wird wegen Verunglimpfung des Türkentums verfolgt. Das Verständnis der Verleugnung des Völkermords ist ebenso gefährlich wie der Völkermord selbst. Dieses nationalistische Gedankengut hat sich auf subtile Weise größtenteils bis zur heutigen Zeit fest erhalten. Es verhindert jegliche Aufklärung oder Solidarität und kann nur umgestoßen werden, wenn die Geschichte aufgeholt und das Leid aller Völker der Region anerkannt wird. Menschen, die sich dennoch damit auseinandersetzen, werden verfolgt und sogar getötet. Man denke an Hrant Dink. Es gab schon immer eine geografische Verbundenheit der Kurden und Armenier. Sei es das friedliche Zusammenleben in der Region in und um Kurdistan, weit weg von allen Vorurteilen, welche vor allem durch Religion geschürt wurden, bis hin zu der traurigen Wahrheit des Elends, des Leides und der Ausrottung. Heute Kobane als das Ort des Schreckens des Islamischen Staates, was damals die Region des Todesmarsches und der Deportation der Armenier nach Aleppo war. Rant Dink bezeichnete sich jetzt zum 100-jährigen Tag des Genozids als Kind Judis. Dies ist nochmals eine Bestätigung der regionalen Zusammengehörigkeit, welche wir aufgreifen müssen, um die Geschwisterlichkeit zu fördern. Die Freiheitsbewegung Kurdistans stand seit ihrer Gründung stets auf der Seite aller unterdrückten und verleugneten Bevölkerungs-, Glaubens- und Religionsgemeinschaften. Sie hat die Freiheit des kurdischen Volkes stets mit der Freiheit dieser Gemeinschaften verknüpft betrachtet. Wir betrachten die Perspektive der demokratischen Nation als ein Modell, das zur Demokratisierung der Türkei, zur Lösung der kurdischen armenischen Fragen und zum freien Leben der Bevölkerungs-, Glaubens- und Religionsgemeinschaften der Region führen kann. Die demokratische Nation umfasst alle Volksgruppen und findet Ausdruck durch das freie und demokratische Leben in einem gemeinsamen Heimatland. Aus dieser Sicht bedeutet die Freiheit der Kurden zugleich auch die Freiheit der Armenier, der Suryo, der Turkmenen und die Freiheit aller anderen Völker. Und die Freiheit dieser Völker stellt zugleich die Freiheit der Kurden dar. Die Freiheitsbewegung Kurdistans hat es sich zur Aufgabe gemacht, für die Anerkennung des Genozids an den Armeniern einzusetzen. Auch das Modell des demokratischen Konföderalismus, welches von Abdullah Öcalan erarbeitet wurde, vor allem für die Demokratisierung der Türkei und den Frieden in Kurdistan, stellt einen Lösungsansatz dar. Nicht nur für die Kurden, aber auch insbesondere für die in der Region lebenden Armenier. Geteilte Freiheit ist nicht halbe Freiheit, sondern doppelte Freiheit. Nur dann sind wir wahrhaft frei, wenn alle Menschen, die uns umgeben, alle Bevölkerungs-, Glaubens- und Religionsgemeinschaften ebenso frei sind wie wir. Die Lösung der armenischen Frage mit dieser Perspektive erscheint uns deshalb als die richtigste und die demokratischste aller Lösungsmöglichkeiten. Die Armenier konnten sich bis in unserer Gegenwart vom Völkermord nicht erholen. Es ist absolut wichtig, dass die Armenier sich noch besser organisieren. Aus der Erfahrung unserer Freiheitsbewegung können und wollen wir unseren armenischen Freunden und Geschwistern diesbezüglich unterstützen. Es ist von uns von wesentlicher Bedeutung, dass wir uns für eine Gesellschaft und eine Menschheit in Demokratie, Frieden, Freiheit und Menschlichkeit zusammenfinden, um dann dieses Vorhaben effektiv und nachhaltig leben und erleben zu können. Deshalb fordern wir, die Kultur der Verleugnung soll gestoppt werden. Kein Volk soll unter der Machtlogik von Staaten und dessen stumpfen Nationalismus leiden. Kein Mensch verdient den Tod aufgrund seiner ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit bzw. seines Glaubens. Verbrechen ist Verbrechen und Verbrechen zu relativieren ist wieder ein Verbrechen. Nur die Anerkennung der Schuld kann dem Nationalismus ein Ende bereiten. Nur so schaffen wir eine Voraussetzung für ein demokratisches Miteinander. Denn die Auseinandersetzung mit der blutigen Vergangenheit bedeutet gleichzeitig, die nationalistische Identität, die sich gegen jegliche Minderheiten richtet, zu verwerfen. Im Gedenken an die Opfer dieses Genozids und zum Zeichen der Geschwisterlichkeit der Völker wird sich das demokratische Gesellschaftszentrum der Kurden in Deutschland, NABDEM, mit ihren Mitgliedsvereinen und Mitgliedsorganisationen weiterhin an den Gedenkveranstaltungen unserer armenischen Freunde beteiligen. Wir werden weiterhin alles Notwendige dafür tun, dass die Tatsache des Genozids anerkannt wird. Wir werden weiterhin alles daran setzen, dass alle Gräueltaten aufgedeckt werden.
Unsere Aufgabe soll es sein, den armenischen Genozid nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Faschismus und Nationalismus finden in unserer Welt keinen Platz. Vielen Dank. Unser Freund, der Zentralrat des Assyrer, hat ja zu Sprache gebracht, dass eine Entschuldigung natürlich nicht reicht. Wir werden wahrscheinlich auch im Nachhinein noch zur Diskussion kommen. Natürlich reicht eine Entschuldigung nicht. Deswegen haben wir nicht nur hier in Deutschland, in der Diaspora, als Kurdinnen und Kurden, als organisierte Kurden und Kurden, uns ist auch als Aufgabe gemacht, die Anerkennung des Genozids stattfinden zu lassen, sondern auch in Kurdistan, sprich vor allem in Nordkurdistan, aber auch in der Türkei, arbeiten unsere Verbände weiterhin intensiv daran, dass wir mit unseren Geschwistern, mit unseren assyrischen Geschwistern, mit unseren armenischen Geschwistern, unseren Pontuskirchen, mit allen unseren Glaubensgemeinschaften dort weiterhin für eine demokratische Nation, für eine demokratische Region agieren. Und da reicht nicht die Entschuldigung, sondern die praktische Zusammenarbeit. Das Ganze kann man in Rojava, also sprich Nordsyrien oder im Nordirak sehen, da arbeiten, da handeln, da leben, Assyrer, Aramäer zusammen, verteidigen und schützen sich gegen die brutalsten, unmenschlichsten Banden des Islamischen Staates und haben gemeinsam dort Verteidigungseinheiten gegründet, arbeiten dort Hand in Hand, Schulter an Schulter und machen dort überhaupt keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Und ich glaube, das ist mit die wichtigste Grundlage dafür, dass das Mitmenschliche, das Zwischenmenschliche dort gelebt werden kann, wenn wir dieses auch aus der Diaspora heraus unterstützen. Rojava, sprich dieses demokratische Modell, wo alle Volksgruppen mit einbezogen sind, mit ihren Identitäten, mit ihren Sprachen, mit ihren Kulturen. Wenn wir dieses weiterhin unterstützen, dann bin ich der Überzeugung, nicht nur ich als Person, sondern dann sind wir als Nahen der Überzeugung, sowie unsere Organisation in Kurdistan, sind wir der Überzeugung, dass solche Massaker nicht mehr stattfinden werden. Vielen Dank. Aufrichtige Anteilnahme und ehrliche Worte. Ich denke, das geht in die Richtung, was auch Herr Dawab gesagt hat. Das ist ein Anfang, die heutige Veranstaltung. Deswegen sind wir alle, glaube ich, auch, haben spontan zugesagt, dass wir das hier machen und dabei sind. Und als Letztes bitte ich jetzt Nujian Günay von der Föderation der jesidischen Vereine und Vorstandsmitglied des jesidischen Frauenrats. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung und möchte mich im Namen der Föderation jesidischer Vereine für die Einladung bedanken. Nun sind es 100 Jahre her, 100 Jahre Leugnung des Völkermords durch den türkischen Staat. Am 24. April 1915 wurden hunderte armenische Intellektuelle, die kulturelle Elite der Armenier, festgenommen, fast alle ermordet. Diese feige Tat wurde in der türkisch-osmanischen Presse als Aktion zu Zermalmen des Kopfs der Schlange bejubelt. In diesem Völkermord haben nicht nur 1,5 Millionen Armenier und Armenierinnen ihr Leben gelassen, sondern auch Assyrer, Assyrerinnen sowie ca. 100.000 Jesiden und Jesidinnen wurden ermordet. An diesem Genozid tragen leider einige kurdische Stämme eine historische Mitschuld. Hier wäre mehr als angebracht, Charakterstärke und Größe zu zeigen, indem man sich entschuldigt dafür, was man dem armenischen Volk angetan hat. Wie beispielsweise der kurdische Bürgermeister, der HDP, Ahmet Türk, getan hat. Auch die imperialistischen Mächte tragen hier eine große Verantwortung für diesen Völkermord an den Armeniern. Daher wurde er einfach den Vergessen und Verdrängen übergeben. Es war auch Hitler, der sich 1939 auf den vergessenen Völkermord berief, als das Nazireich den Völkermord an den europäischen Juden und den Vernichtungsfeldzug gegen die osteuropäischen Völker plante und auch umsetzte. Zitat: Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen.
Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Am 3. August 2014, fast 100 Jahre später, fand vor den Augen der Weltöffentlichkeit in Schengal das 73. Genozid an uns Jesiden statt. Auch an diesem Völkermord tragen die imperialistischen Mächte eine große Mitschuld. Hätten die westlichen Staaten, insbesondere der NATO-Staat Türkei, gleich nicht im Namen der Hilfe für Opposition in Syrien unterstützt, wäre Daesh niemals zu diesem Massaker in Schengal in der Lage gewesen. Dieser Völkermord liegt nun 9 Monate zurück und immer noch befinden sich Tausende von Frauen und kleinen Mädchen in den Händen dieser Mörderbande. In erster Linie handelt es sich um einen Verteilungskrieg, die von internationalen Mächten und Akteuren durch Durchsetzung wirtschaftlicher, politischer, strategischer und geopolitischen Interessen wird hier geführt. Die grausame Massaker, Verbrechen gegen die Menschlichkeit dieser Terrorbande ist nicht nur gegen uns Jesiden gerichtet, es ist ein regelrechter Feldzug gegen Frauen. Diese NATO-Länder, vor allem Türkei, unterstützt ISIS, das islamische Staat, logistisch, militärisch, alles, was in ihrer Macht steht. Hier könnte man viel mehr tun, als man bis jetzt tut. Die in Schengen stationierten Peschmerger, Einheiten der KDP, zogen sich am 2014, kampflos zurück und überließen die Menschen, die dort leben, die Jesiden meisten leben im Schengen-Gebiet, der Willkür des IS. Lokale Quellen berichten, dass allein zwischen dem 3. bis 5. August über 3000 Menschen hingerichtet wurden. Diese IS-Bande massakrieren innerhalb dieser zwei Tage 3000 Menschen, 5000 wurden verschleppt, darunter waren ja 1,5000 Frauen. An unbekannten Orten werden sie verschleppt, die werden zwangskonfrontiert, öffentlich werden die enthauptet, wenn sie sich nicht den Regeln der Scharia verhalten. Diese IS-Morderbande, wie ich schon erwähnt habe, führen einen regelrechten Feldzug gegen uns Frauen. Sie werden in dem 21. Jahrhundert von den IS eröffneten Sklavenmärkten verkauft. Wäre man seiner Verantwortung nachgekommen, hätte man diese Genozid in Schengen verhindern können. Frauen werden durch den IS unter dem Deckmantel der Islam verhaftet, gefoltert, verschleppt, vergewaltigt, ermordet oder auf dem Sklavenmärkte unter schwarzen Burkas an den Händen und Füßen in Ketten gefesselt als Sexsklaven verkauft. Diese Sklavenmärkte sind wirklich eine Schande für die ganze Welt. Es ist eine Schande für die Menschheit. An diesem Krisenzustand hat Europa leider mehr als nur sein Gesicht verloren. Ja, Europa, du hast das Vertrauen in den Menschenrechte und in die Demokratie, an dem wir vertrauen, verloren. Ich gehöre zu der Generation, dritte Generation, die hier groß geworden sind, die auch die Erziehung genossen haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen liegt in
Das Heimatland, den ich herkomme, Heimatland meiner Eltern, die Würde des Menschen liegt in Ketten gefesselt unter schwarzen Bürger gesteckt. Im 21. Jahrhundert eröffnete Sklavenmärkte wird es verkauft. Ich frage mich oft, wo diese Frauenrechtsorganisationen bleiben. Gibt sie denn überhaupt? Oder gibt sie nur auf Papier? Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Die Überlebenden des Massakers von Schengen berichten, dass ihnen als erstes und einzige die kurdische Volksverteidigungseinheit in YPG und HPG sowie die Frauenverteidigungseinheit in YPG und Gajestar zu Hilfe gekommen seien. Diese erkämpften im Grenzgebiet zwischen Rabia und Schengen, dass die KDP-Schwellwerft zuvor den IS-Morderbanden einfach überlassen hatten. Humanitäre Korridore wurden freigekämpft, über die hunderttausende Menschen dem Völkermord entkommen könnten. Diese kurdische Guerilla-Einheiten versorgen die Flüchtlinge auf ihre beschwerliche Flucht in den Gebieten Rojavas, das ist Westkurdistan, Teil Syrien, und Südkurdistan, Nordirak, mit Lebensmitteln und Medikamenten. Es befinden sich immer noch ca. 7000 Frauen und kleine Mädchen in den Händen dieser Morderbanden. Meistens verkauft wird es an Katar und Saudi-Arabien, die Städte, mit denen Europa auch immer noch verhandelt. Diese Länder oder meistens diese Ölstaaten, die sich neunjährige kleine Mädchen als Sexsklaven kaufen, da kommt mir die Wut hoch. Da verhandeln die Europäer immer noch und setzen immer noch keine Grenzen. Demgegenüber ist Europa leider nur ein hilfloser Zuschauer. Das Verhalten der Presse und der Politiker in Europa stimmt uns sehr nachdenklich. Die Presse ist stumm und die Politiker sind leider taub und blind. Nicht dasselbe Fehler wie heute gemacht, nämlich den Verantwortlichen für den Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern zur Rechenschaft gezogen. Wäre man seine Verantwortung nachgekommen, dann hätte man vielleicht den darauffolgenden Holocaust und jetzt im 21. Jahrhundert den Völkermord an uns Jesiden und Jesiden vielleicht verhindern können. Das Schicksal von tausenden jesidischen Frauen ist noch ungeklärt. Deshalb unterstütze ich die Föderation der internationalen Vertretung der kurdischen Frauenbewegung und der jesidischen Frauenrat BELIWA. Es muss zu dieser Frage umgehend eine internationale Untersuchungskommission aufgebaut werden. Die Vergewaltigerbanden und alle Staaten, die an dem von der Daesh, islamischer Staat, betriebenen Frauen- und Mädchenhandel beteiligt sind, müssen als Kriegsverbrecher geächtet werden. Wir müssen alle Mittel und Wege benutzen, um die Frauen und Mädchen aus den Händen dieser Mörder zu befreien und diese Daesh vor internationalem Gericht zu verurteilen. Des Weiteren ist direkte humanitäre Hilfe für die geflohenen Frauen und Kinder notwendig. Für Frauen und Mädchen, die aus der Gewalt des IS befreit werden könnten, beziehungsweise sich selbst befreien könnten, werden sofortige humanitäre und medizinische Hilfe sowie langfristige psycho- und traumatherapeutische Projekte benötigt. Auch sie können durch Spenden und Mitarbeiter einen Beitrag leisten, den Frauen, Mädchen und Kindern aus Schengen eine Überlebensperspektive zu bieten. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich hier
noch etwas erwähnen. Zum ersten Mal kandidieren wir Jesiden für das türkische Parlament. Nicht nur wir Jesiden, glaube ich, alle Religionsminderheiten in der Türkei findet man in Hadepe. Als Frau, was die Frauen sehr, sehr stark wirklich da vertreten sind. Ein großer Moment, eine große Zeit, eine Zeit der Wende, eine Zeit für Frieden, für Freiheit, für Gleichberechtigung. Endlich mal Frieden in Kurdistan oder im Teil, der türkische Teil Kurdistan. Und ich bin sowas von sehr, sehr stolz auf HDP. Ich denke mal, HDP wird schaffen, aber Erfolg von HDP wurde für uns Jesiden und andere Minderheiten noch mehr Solidarität bedeuten, noch mehr Solidarität für Schengen Gottes bedeutet. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Vielen Dank, Nujian Günay. Ja, Sie haben eine perfekte Überleitung gegeben zu Sia Pisch. Wir haben ihn natürlich auch geplant ins Programm genommen. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Die HDP, die Demokratische Partei der Völker, ist auch die einzige Partei in der Türkei, die aufrichtige Arbeit leistet mit Projekten für die Anerkennung und Aussöhnung in der Türkei. Vielen Dank für die Bühne. Ich weiß, Sie wollen Sie mich gut hören. Nein, so. Vielen Dank. Ich muss etwas leiser reden, weil ich meine Stimme schonen muss. Mein Arzt hat gesagt, ich muss 3 Tage überhaupt nicht reden. Aber in unserer Arbeit in der Türkei ist es unmöglich. Das geht nicht. Ich muss mindestens 3-4 Mal am Tag reden. Und die Kurden wollen, dass man sehr laut redet. Am besten schreit manchmal kann ich vielleicht so machen. Also, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie recht herzlich auch und ich bedanke mich für die Einladung hierhin nach Köln, wo ich gerne hinkomme. Ja, ich habe das gesehen. Wo ich gerne hinkomme, weil ich habe Köln in Erinnerung als die mediterranste Stadt von Deutschland. Ja. Als ich zu Beginn der Woche gehört habe, ich muss nach Deutschland, habe ich mich natürlich gefreut. Aber als am nächsten Tag wir in einem Meeting gesprochen haben und das Thema mir gesagt wurde, hat eine Kollegin von mir, auch eine Kandidatin, gesagt, eigentlich muss ich dahin, weil ich Opfer bin. Und ich habe gesagt, nein, ich muss dahin, weil ich Täter bin. Ich bin Türke, ich bin kein Kurde. Ich bin Türke und an einer solchen Veranstaltung dürfen nicht nur Opfer teilnehmen, sondern auch Täter. Ich will etwas klarstellen. Sie haben mich am Anfang als Spitzenkandidaten vorgestellt. Ich wäre das gern, bin ich aber nicht. Ich bin ein Spitzenmann, aber nicht Spitzenkandidat. Eines Tages gingen 3 Menschen, die äußerlich überhaupt nicht zu unterscheiden waren, durch die Dörfer von Anatolien. Und da kamen sie an einem Dorf vorbei, hatten Hunger, sahen einen Apfelbaum, nahmen von diesem Apfelbaum jeder einen Apfel und fingen an zu essen. Und da kam der Eigentümer von diesem Baum, oder der Besitzer von diesem Baum, er war sehr erzürnt und hat die gerufen, was macht ihr, wieso habt ihr von meinem Baum geklaut? Da fragte er den Ersten, wer bist du? Er sagt, ich bin Armenier, ich bin Christ. Ah ja, das Übel kommt ja immer von euch, nahm den beiseite und hat den so lange geschlagen, bis er nicht mehr aufstehen konnte. Dann ging er zum Nächsten, sagte, wer bist du?
Ich bin Muslim, sagt er. Ich bin Kurde und Muslim. Ach, Kurde bist du. Nahm den auch zur Seite, auch so geschlagen, bis er nicht mehr aufstehen konnte, und dann ging er zum Nächsten. Wer bist du? Er sagt ganz stolz, ich bin Muslim und ich bin Türke. Und dann sagt er, du bist Muslim und Türke und klaust mir einen Apfel. Du bist kein guter Muslim und Türke, und hat den auch verprügelt. Und dann saßen sie da und überlegten, was sie falsch gemacht hatten, und kamen darauf und sagten, wir hätten es nicht zulassen dürfen, dass der Armenier geschlagen wird. Wir hätten es nicht zulassen dürfen, dass zu Beginn des letzten Jahrhunderts ein Genozid an den Armeniern, an den Assyrern und dann später an den anderen verübt wurde. 1914-15 gab es diesen Genozid an den Armeniern, weil wir das nicht verhindert haben, gab es 1938, und dann ging es immer so weiter. Man kann in der Geschichte der Menschheit, glaube ich, diese Volksgruppen oder Religionsgruppen immer gegeneinander austauschen. Mal wurden die Opfer zu Tätern, mal die Täter zu Opfern. Und glauben Sie mir, als jemand, der mehrmals in Schengal und auch in Kobane, zuletzt vor 10 Tagen ungefähr, unterwegs ist und der in den letzten 4 Wochen knapp 100 junge Menschen zu Grabe getragen hat, glauben Sie mir, ich weiß, dass der Mensch an sich sehr grausam sein kann, dass der Mensch Taten verüben kann, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe das jetzt nicht nur in Rojava und im Irak gesehen, ich habe das vor Jahren auch in Bosnien gesehen. Und glauben Sie mir, auch die Türken können schlimme Taten verüben. Das haben sie, wir gedenken ja heute an die Armenier und an die Assyrer, vor 100 Jahren an die Taten damals. Glauben Sie mir, auch die Türken können das und die haben das gemacht. Ich möchte Ihnen, weil Sie vorhin von meiner Partei, von Herrn Depe gesprochen haben, danke für die Blumen übrigens, unsere Position darlegen. Am 24. April haben wir eine Erklärung abgegeben, in der wir gesagt haben, es gab ein Genozid an den Armeniern und Assyrern 1915. Ich brauche da die Einzelheiten nicht aufführen, weil die Redner vor mir diese Punkte eigentlich aufgezählt haben. Damit möchte ich sie nicht noch mehr ermüden, aber unsere Position ist das. Und dann haben wir ein Wahlprogramm geschrieben, in der, das ist für manche Leute vielleicht missverständlich, man kann das als Rückschritt deuten, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt. Also unsere Position ist ganz klar. Genozid, wir haben das erklärt, am 24. April. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das gesellschaftlich machen. Also es reicht nicht, wenn ich sage, es war ein Genozid, dann wird es nicht so ein Genozid. Und wenn ich das verleugne, dann wird das nicht ungeschehen gemacht. Die Gesellschaft muss das Ganze aufarbeiten, sich damit auseinandersetzen und anerkennen, dass es ein Genozid war. Also haben wir in unser Programm reingeschrieben. Ich habe das vorhin unterwegs ins Deutsche versucht zu übersetzen. Und unsere Überschrift da ist, sich der Vergangenheit und der Wahrheit stellen. Ich lese meine Übersetzung. Die HDP, das Wasser macht das nur viel schlimmer. Danke, danke. Die HDP wird
alles unternehmen, damit eine Kommission zur Wahrheitsfindung gegründet wird, deren Aufgabe es sein wird, in der Vergangenheit stattgefundene Genozide, Morde, Verluste und Ähnliches aufzudecken. Die Kommission zur Wahrheitsfindung wird eine Plattform sein zur Abrechnung mit den Geschehnissen und der Aufklärung der historischen Wahrheiten. Die Zusammenstellung der Kommission soll erfolgen durch Teilnahme bzw. Unterstützung von Parlamentsmitgliedern, von Begleitausschüssen, betroffenen Berufsgruppen, Menschenrechtlern und anderen, die in diesem Gebiet arbeiten. Also diese Kommission soll gebildet werden, damit in der Gesellschaft eine Diskussion stattfindet, damit alle Gesellschaftsgruppen und alle Menschen in der Türkei verstehen, es gab, viele Leute sagen ja, okay, es gab und in der Türkei wird gelehrt, okay, es gab Vorfälle, aber die haben ja auch. Ne? Das ist, wir müssen davon wegkommen. Und die Gesellschaft muss anerkennen und verstehen, was damals passiert ist. Und wenn man schon heute das Gelehrte in der Türkei unter dem Begriff des Genozids, unter der Definition des Genozids von den Vereinten Nationen subsumiert, dann kann man nicht umhin zu sagen, es ist ein Völkermord. Und genau das ist es. Und wenn Sie meine persönliche Meinung dazu wissen wollen, ich bin Türke, kein Kurde, aber ein Spitzenmann in der HDP. Wir haben in der HDP ein Logo, es ist ein schöner Baum. Und der Stamm des Baums, das sind zwei Hände eigentlich, mit je fünf Fingern. Und eine Hand davon ist meine Hand und eine andere Hand ist Ihre Hand. Und wenn Sie die Finger angucken an jeder Hand, die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich dick oder lang, aber jeder einzelne Finger hat eine Aufgabe. Und wenn ein Finger fehlt, dann ist die Hand nicht vollkommen. Und unsere Finger in der HDP, das sind die Äste von der Mauer. Die Äste, die symbolisieren die Armenier, die Kurden, die Türken, Griechen, Araber, verschiedene Religionsgesellschaften, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, Farben. Und meine Meinung ist, wenn wir die 10 Finger hier angucken, manche Finger existieren leider nicht mehr. Manche Äste sind abgebrochen worden, die gibt es nicht mehr. Manche sind verstümmelt. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Äste wieder wachsen und gedeihen. Sie haben vorhin gesagt, wir brauchen einen Zugang wieder zu den Gebieten, in denen wir aufgewachsen sind. Genau das ist es, was ich meine. Diese Äste müssen wieder gedeihen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag noch und nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich weiß nicht, ob man sich Spaß wünschen kann an einer solchen Veranstaltung, aber ich hoffe, dass die Veranstaltung heute und auch in Zukunft erfolgreich weitergehen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pisch, und einen guten Flug. Viel Erfolg für den Spitzenkandidaten. Ich denke, da wird was draus aus dem Spitzenmann hier. Als nächstes möchte ich Herrn Birkwald auf die Bühne bitten, ein tatsächlicher Bundestagsabgeordneter. Herzlich willkommen von der Partei Die Linken. Die Linken haben viel dazu beigetragen, dass dieser Völkermord auch anerkannt wurde. Er war die Ersten. Haben und daher hat Herr Birkwald diesen Platz hier als einzige Bundespartei hier verdient. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren Abgeordneten,
Vertreterinnen und Vertreter der Diaspora-Verbände, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Robert Hielmanns, für eure und ihre Einladung danke ich zunächst herzlich. Die Armenier nennen den Völkermord Achet, das heißt die Katastrophe. So habt ihr auch heute eure heutige Veranstaltung gemacht. Die Assyrer, die ihm wie alle anderen Christinnen und Christen damals zum Opfer fielen, nennen den Völkermord Sipho, das Schwert. Aber angesichts von 1,5 Millionen Opfern des Völkermordes möchte ich zunächst tun, was auch meine Fraktionskollegin Ulla Jelke kurz im Bundestag zu Beginn ihrer Rede in der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für unsere Fraktion zum Ausdruck gebracht hat. Wir Linken verneigen uns vor den Toten, ihren Nachfahren drücken wir unser tief empfundenes Mitgefühl. Mit dieser Geste der Trauer verbinde ich die herzlichen und solidarischen Grüße meines Fraktionsvorsitzenden Dr. Gregor Gysi und meiner Genossin Ulla Jelke an Sie und euch. Ulla Jelke hat sich seit 1990 mit Leidenschaft und hohem persönlichen Einsatz für die Anerkennung des Völkermordes eingesetzt. Und auch wenn Gregor und Ulla heute leider nicht hier sein können, teilen Sie eure Trauer und euren Anspruch auf historische Wahrheit. Und ich sage auch in Ihrem Namen, Barev ses Arkeli en di Rinere jef in Gerere. Und ich hoffe, ich habe noch einigermaßen ordentlich ausgesprochen. Ich danke euch aber auch für diese Veranstaltung selbst. Denn sie bietet nicht nur einen notwendigen Ort der gemeinsamen Erinnerung und der gemeinsamen Trauer. Eure heutige Veranstaltung zeigt auch, dass die Anerkennung und die Aufklärung des Völkermordes an den Armeniern und an der aramäisch-assyrischen Bevölkerung vor 100 Jahren die Menschen unterschiedlicher Herkunft eben nicht trennt. Sie zeigt, dass diese Erinnerung die Menschen zusammenbringen kann, um gemeinsam den Weg in eine friedliche Zukunft zu beschreiten. Liebe Freundinnen und Freunde, als Kölner Bundestagsabgeordneter der Linken und als demokratischer Sozialist erhebe ich selbstverständlich meine Stimme gegen Unrecht und gegen Verletzungen der Menschenrechte. Und ich sage, bei dem Kampf gegen Unrecht und für die Menschenrechte darf man keine falschen Rücksichten auf die Mächtigen im eigenen und in anderen Ländern nehmen. Und deshalb sehe ich in eurer Einladung auch eine Anerkennung dafür, dass sich die Vorgängerpartei der Linken, die Partei des demokratischen Sozialismus, bereits seit ihrem Einzug in den Bundestag vor 25 Jahren die erste Partei im Parlament war, die sich für eine Anerkennung der Massaker an den Armenierinnen und Armeniern als Völkermord eingesetzt hat. Wir Linken tun das heute genauso. Ohne Wenn und Aber und ohne die Mittäterschaft und die Mitverantwortung des Deutschen Reiches zu beschönigen, das ist mir sehr wichtig. Die Anerkennung der historischen Wahrheit und erst recht die Trauer um die Opfer ist aber keine Frage der Parteipolitik. Sie ist vor allem ein Akt der Menschlichkeit. Und ich sage hier ganz offen, mit Bundespräsident Joachim Gauck bin ich nicht oft einer Meinung. Aber ich habe mich gefreut, als er am 23. April als höchster Repräsentant unseres Staates den Völkermord anerkannt hat. Denn die von der jungtürkischen Regierung des Osmanischen Reiches systematisch geplante und organisierte Vertreibung der armenischen Bevölkerung war nichts anderes als ein Völkermord. Auch Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert fand in der Gedenkstunde des Bundestages beeindruckend klare Worte. Beide Präsidenten sprachen sich ausdrücklich auch für eine Aufarbeitung der Mittäterschaft des Deutschen Reiches aus.
Und dafür danke ich Ihnen ausdrücklich. Nach 100 Jahren ist das auch allerhöchste Zeit. Ich wüsste hier auch ein bisschen rum, heute scheint der Tag der erkälteten Abgeordneten zu sein. Verzeihung. Mein Respekt gilt aber auch jenen Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen von CDU, CSU und SPD, die in dieser Frage eindeutige Worte gefunden haben. Denn ihrem Drängen und dem von Papst Franziskus ist es zu verdanken, dass im Antrag der Regierungsparteien immerhin das Wort Völkermord enthalten ist. Die Bundesregierung und die Regierungsparteien sind aber, und das muss gesagt werden, einen entscheidenden Schritt nicht gegangen. Die Vernichtung der Armenierinnen und Armenier als Völkermord beim Namen zu nennen. Stattdessen haben sie sich aus falscher diplomatischer Rücksicht auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan hinter sprachlichen Spitzfindigkeiten versteckt. Ulla Jelke hat das im Bundestag für die Linke als, ich zitiere, beschämend und diesem Anlass zutiefst unwürdig, Zitat Ende, benannt, und ich sage, recht hat sie. Denn die übergroße Koalition redet davon, ich zitiere erneut, dass das Schicksal der Armenier im Ersten Weltkrieg beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibung, ja der Völkermorde im 20. Jahrhundert steht, Zitat Ende. Die historische Wahrheit wird hinter nebelhaften Vergleichen versteckt, um sich mit dem NATO-Pater Erdogan es nicht zu verderben. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist feige und das darf sich nicht wiederholen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprühte an diesem Tage schon vor Wut. Er pöbelte den Papst, den Bundespräsidenten Gauck und den Bundestagspräsidenten Lammert in Stammtischmanier an. Und da hätte es von der deutschen Regierung den Mut zur Wahrheit und zu klaren Worten gebraucht und kein diplomatisches Hochhalten. Der österreichische Bundestag hat diesen Mut gehabt. Und als Reaktion darauf hat Präsident Erdogan den österreichischen Botschafter zur Berichterstattung abgerufen. Die Regierungsmehrheit des Deutschen Bundestages hatte diesen Mut nicht und darum dürfte der türkische Botschafter auch in Deutschland bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde, mit dem Antrag der Koalition blieb auch die Aufklärung der verbrecherischen Komplizenschaft des Deutschen Reiches mit dem Völkermord auf der Strecke. Denn die Große Koalition nennt diese in ihrem Antrag eine, Zitat, unrühmliche Rolle des Deutschen Reiches, Zitat Ende. Es habe nicht versucht, den Genozid zu verhindern. Ich nenne das eine Verharmlosung. Denn das, was das Deutsche Kaiserreich im Kriegsbündnis mit dem Osmanischen Reich wirklich getan hat, das war Beihilfe zum Völkermord. Der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg sprach das 1915 offen aus. Ich zitiere. Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Zitat Ende. Nur der sozialistische Abgeordnete Karl Liebknecht protestierte damals im Reichstag gegen die Ausrottung der Armenierinnen und Armenier. Hohe deutsche Offiziere und Diplomaten in der Türkei befürworteten sogar offen die Vernichtung der Armenier. So notierte der deutsche Chef der osmanischen Flotte, Admiral Suchon, ich zitiere, für die Türkei würde es eine Erlösung sein, wenn sie den letzten Armenier umgebracht hat, sie würde dann die staatsfeindlichen Blutsauger los sein, Zitat Ende. Wegen dieser deutschen Mitschuld trägt der Antrag der Linken zu den politischen Konsequenzen des 100. Jahrestags die Überschrift: Deutschland muss zur Aufarbeitung und Versöhnung beitragen. Und dabei geht es uns nicht
um eine selbstgerechte Belehrung der Türkei. Und es geht uns schon gar nicht darum, Millionen in Deutschland lebender türkischstämmiger Bürgerinnen und Bürger für die Verbrechen von vor 100 Jahren in Kollektivhaftung zu nehmen. Aber es geht uns dabei um unsere eigene Geschichte. Eingeständnis historischer Wahrheiten sind die Voraussetzung für einen Aussöhnungsprozess zwischen Türken und Armeniern. Und wir Linken machen in unserem Antrag konkrete Vorschläge, wie die Bundesrepublik Deutschland im Bewusstsein der historischen Mitschuld des Deutschen Reiches dazu etwas beitragen kann. Erstens, mit dem Gedenken und der Erinnerung wollen wir Hassgefühle und Rachegedanken überwinden. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, ganz konkret, dabei zu helfen, dass in der Türkei Orte der Begegnung und des öffentlichen Gedenkens für Türken und Türkinnen und für Armenierinnen und Armenier geschaffen werden. Zweitens, wir wollen, dass eine türkisch-armenische Versöhnungsstiftung gegründet wird. Drittens, wir wollen, dass eine deutsch-armenische Schulbuchkommission eingerichtet wird und Schulbücher zum Geschichtsunterricht von Historikern beider Länder erarbeiten zu lassen. Und hier in Deutschland wollen wir, dass die Kinder von unseren in Deutschland lebenden Menschen armenischer und türkischer Herkunft im Geschichtsunterricht durch Aufklärung zueinander finden. Deshalb gehört die Aufarbeitung der Vertreibung und Vernichtung der Armenier als Teil der Aufarbeitung der Geschichte ethnischer Konflikte im 20. Jahrhundert an allen Schulen in die Lehrpläne. Leider nur im rot-rot regierten Brandenburg der Fall. Das ist uns wichtig, weil Konflikte, die Einwanderinnen und Einwanderer als Teil ihrer Identität in unsere Gesellschaft mitbringen, nicht durch Ignoranz und falsche diplomatische Rücksichten deutscher Politik unbewältigt bleiben dürfen. Und fünftens, wir wollen ebenfalls, dass auch der Widerstand derjenigen Deutschen und Türken geehrt wird, die sich unter schwierigen Umständen und gegen ihre jeweiligen Regierungen in Wort und Tat für das Existenzrecht der Armenier und die Rettung von Frauen, Männern und Kindern eingesetzt haben. Und dazu gehören auf deutscher Seite die deutschen Sozialisten und Sozialdemokraten Karl Liebknecht, Eduard Bernstein, Georg Wittenburg, Georg Gradnauer und Philipp Scheidemann. Es gehören dazu der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, kirchliche Persönlichkeiten wie Johannes Lepsius, Adolf von Harnack und Lorenz Wertmann und vor allem der Schriftsteller und Pazifist Armin T. Wegener. Wegener wurde als Sanitätsoffizier während des Ersten Weltkriegs Augenzeuge des Völkermords und hat das grausame Geschehen fotografisch festgehalten. Und auf türkischer Seite stehen mutige osmanische Staatsbeamte, Gouverneure und Landräte wie Faik Ali Bey, Mehmet Celal Bey, Mustafa Aga Azizoglu und Hüseyin Nesemi Bey. Sie widersetzten sich den Deportationsbefehlen der Zentralregierung. Sie wurden ihres Amtes enthoben. Sie wurden ermordet oder hingerichtet. Liebe Freundinnen und Freunde, diese mutigen Männer und ihr Widerstand dürfen nicht vergessen werden. Wir Linken begrüßen ausdrücklich, dass in den vergangenen Jahren in der Zivilgesellschaft der Türkei zunehmend offener diskutiert wird. Auch in diesem 100. Jahr des Genozids sind hunderte Menschen in der Türkei mit Transparenten zum Gedenken in Istanbul auf die Straße gegangen. Sie erinnerten an die fast vergessenen Gesichter der deportierten und ermordeten armenisch-türkischen Intellektuellen aus Istanbul. Doch trotz der Lockerung des Strafrechts geraten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten, Künstlerinnen und Künstler in der Türkei immer noch unter Druck, wenn sie sich mit dem Völkermordverbrechen öffentlich beschäftigen. Und deshalb ist eine unserer zentralen Forderungen mit Blick auf das Schicksal der Armenierinnen und Armenier: Die Bundesregierung muss sich für die vollständige Meinungsfreiheit in der Türkei einsetzen.
Liebe Freundinnen und Freunde, der 2007 von türkischen Nationalisten ermordete türkisch-armenische Journalist Rand Dink hat seinen Wunsch nach Versöhnung der beiden Völker in folgende Worte gefasst. Zitat: Es gibt keinen externen Doktor, der die Wunden der traumatisierten Armenier und der paranoiden Türken heilt und verarztet. Nur der Türke ist der Arzt des Armeniers und der Armenier der Arzt des Türken. Zitat Ende. Dieses Vermächtnis kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn der Mord an Hrant Dink endlich aufgeklärt wird, wenn die Türkei ihre Archive öffnet und sie ihren Bürgerinnen und Bürgern volle Meinungsfreiheit und Minderheitenrechte garantiert. Und dafür brauchen wir, wie es Ulla Yelpi im Bundestag gesagt hat, eine Bundesregierung, die endlich mit Erdogan Klartext redet. Über 1915, 1916, wie auch über die Gegenwart. Denn dort, wo vor 100 Jahren der Todesgang des armenischen Volkes in der syrischen Wüste endete, herrschen heute, wir haben es eben schon gehört, die Schlechter des sogenannten Islamischen Staates unter al-Nusra fort. Die dschihadistischen Mörderbanden kommen ungehindert über die türkische Grenze. Sie erhalten logistische Hilfe, Munition und sogar Feuerschutz aus der Türkei. Die Bundesregierung weiß das, doch sie schweigt dazu. Und ich sage, dieses tödliche Schweigen aus Rücksicht auf Erdogan muss enden. Sie hat mir Mut gemacht, dass wir aus dem Gedenken und dem Erinnern die Kraft zur Versöhnung und zum Frieden finden können. Dafür danke ich euch persönlich wie auch im Namen meiner Partei sehr herzlich. Und ich bin mir sicher, dass wir für dieses Ziel auch im Alltag gemeinsam weiter arbeiten werden. Menak Parov, danke und auf Wiedersehen. Und zwar kommen wir zum letzten Redner, dem Initiator der Veranstaltung. Wer ist der große Unbekannte? Das ist Murat Yılmaz. Und er hat unter anderem eine Online-Petition gestartet zur Anerkennung und der Forderung nach Aufklärung des Völkermords. Und innerhalb weniger Wochen sind schon 10.000 Unterschriften zusammengekommen und das ohne Lobby. Und das möchten wir jetzt gerne von dir erfahren, lieber Murat. Was waren deine Beweggründe für dieses Engagement, für die Konzipierung und Durchführung dieser Veranstaltung? Und wie siehst du die Einschätzung, also wie ist deine Einschätzung der Lage momentan? Und nach 100 Jahren, wie geht's weiter? Und bitte einmal auf die Bühne. EDP aus der Türkei. Schön, dass Sie extra aus dem Diabak dazu sehr gereist sind. Das freut uns sehr. Das freut uns sehr, Sie unter uns zu haben, denn es zeigt uns, dass die EDP dieses Thema sehr ernst nimmt. Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete Herr Birkwald von der Partei Die Linke, sehr geehrte Ratsfraktion der Stadt Köln, sehr geehrter Herr Professor Dabak vom Institut für Diaspora und Genetikforschung, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Diaspora-Gemeinde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße euch alle recht herzlich und freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich an dieser Stelle bei bestimmten Menschen für ihr Engagement bedanken. Zuerst möchte ich mich an Herrn Bürgermeister Rotas für die Kleinere bedanken. Des Weiteren möchte ich mich bei den Diaspora-Verbänden bedanken, dass sie durch diese Teilnahme und Kooperation es ermöglicht haben, diese Gedenkveranstaltung in dieser Breite zu verwirklichen. Ein besonderer Dank geht an meine Unterstützung von Mida Akbayev, die mir trotz des Verlustes ihrer Mutter stets zur Seite stand. Danke auch an Sebastian Dahlhausen und SDS und Thomas Steffen, die mich unterstützt haben. Ich danke allen Helfern, die meinen Aufruf bzw. meine Einladung gefolgt sind, die sich aus unterschiedlichen Gemeinden Gemeinden, Verbänden, Parteien und Ständengruppen freiwillig für diesen guten Zweck gemeldet haben, um sich hier aktiv einzubringen. Ein lieber Dank geht an alle meine finanziellen Unterstützer,
Die Linke Köln, Linksjugend Solid NRW, Herr Metin Yildirim, dem Inhaber des Restaurants Barrios Moyos und sein Team, die Bewertung und seinen Service draußen ganz einfach nochmal haben. Danke vielmals. Mein besonderer Dank geht an unsere bezaubernde Moderatorin Laila Konuk, die spontan eingesprungen ist, nachdem der vorherige Moderator aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt hat. Meine lieben Gäste, ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick über meine Person geben und Ihnen mitteilen, wozu ich diese Gedenkveranstaltung in dieser Form organisiert habe. Ich möchte die Information und das Gesagte nicht wiederholen, aber erlauben Sie mir, Ihnen dennoch meinen Standpunkt zu übermitteln. Mein Name ist Murat Yilmaz, ich bin hier in Deutschland geboren, doch meine Wurzeln sind in Ersin und Tercan aus der Region Dersin. Ich habe diese Gedenkveranstaltung in diesem Rahmen organisiert, weil ich zu gemeinsamen Aktionen aufrufen wollte und dabei den Dialog und die Solidarität der Diasporen mit einer politischen Unterstützung in der Öffentlichkeit ein Ohr verschaffen wollte. Gerade diese Diaspora-Verbände sind die betroffenen Gesellschaften bzw. Völker, die damals im Vielvölkerreich des Osmanischen Reiches in Anatolien bzw. in Mesopotamien nebeneinander gelebt haben. Es ist was Erfreuliches, dass sogar in Anführungszeichen Mittäter nun an der Seite des armenischen und assyrisch-aramäischen Volkes stehen und für die Aufklärungsarbeit sorgen, damit die Geschichte nicht verfälscht weitervermittelt wird. Sicherlich ist die gesamte Gesellschaft noch nicht aufgeklärt, aber ich bin optimistisch, dass dieses Prozess nachhaltig gefördert wird. Ich bin froh, Professor Dr. Dabak eingeladen zu haben, der uns einen historischen Einblick verschaffen hat. Sie werden sich sicherlich fragen, warum hier nur zwei Abgeordneten bzw. Vertreter sind von zwei Parteien, von der Partei Die Linke und von der Partei GDP aus der Türkei. Der Grund ist, die Partei Die Linke hatte bereits im Dezember 2014 einen Antrag zur Anerkennung des Genozids an den Armeniern im Bundestag gestellt. Die Demokratische Partei der Völker HDP aus der Türkei ist die einzige Partei, die aufrichtige Arbeit mit Projekten für die Anerkennung und Aussöhnung in der Türkei leistet. Diese Auswahl ist nicht aus persönlichen Gründen entstanden, sondern weil diese beiden Parteien eine öffentliche Anerkennung einforderten bzw. dies aussprachen, sich entschuldigt haben und für die Aussöhnung beitrugen, noch ehe es der Papst Franziskus getan hat. Ich bin mir sicher, dass sich in verschiedenen Parteien Gleichgesinnte finden lassen. Nur schaue ich auf das gesamte Bild einer Partei und nicht nur auf eine Einzelperson oder Person. Nichtsdestotrotz war es für mich von Anfang an ganz klar, dass ich alle Fraktionen im Stadtrat von Köln dabei haben wollte, da dieses Gedenken in einem überparteilichen Rahmen gedacht war und so stattfinden sollte. Natürlich war es für mich auch von besonderer Bedeutung, Herrn Oberbürgermeister Rotas als höchsten Repräsentanten der Stadt Köln dabei zu haben. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Meine Damen und Herren, ich wurde mal gefragt, warum ich mich für den Genozid an den Armeniern und nicht für das Massaker von Kocaeli im Jahr 1920 und den Genozid der Dersma im Jahr 1937-38 einsetze. Nicht, dass ich das nicht tue. Nun, diese Frage kann ich Ihnen auch leicht beantworten. Ich bin der Auffassung, dass die Ursache aller Massaker und Völkermorde im Aufbau des Nationalstaates mit der Geschichte von 1915 beginnt. Weil man nichts unternommen hat, sei es aus Passivität, Hilflosigkeit, zivilen Gehorsam oder Habgier, das de facto zur Mittäterschaft geführt hat. Die Ursache des hundertjährigen Leidens der Völker resultiert aus der Entstehung des jungtürkischen Nationalstaates, in der Nationalismus und Islamismus in seiner schlimmsten Form verschmolzen ist. Das heißt, im Itiat ve Terakki Cemiyeti, auf Deutsch das Komitee für Einheit und Forschung. Mit diesem kranken Gedankengut begann die Homogenisierung des Vielvölkerreiches, das infolge zu allen weiteren Völkermorden, Massakern und Staatsterror geführt hat. Um die Geschichte zu verstehen, muss man nach dem Ursprung suchen und dort beginnen. Diesem kranken Gedankengut sind all die Menschen zum Opfer gefallen, von denen es heute berichtet wurde. Man muss 1915 beginnen, um die Geschichte zu verstehen überhaupt. Ich sage immer wieder, wenn ich an 1915 denke und darüber spreche, beziehungsweise heute mich für die Anerkennung des Völkermords einsetze, dann bin ich im Herzen ein Armenier und ein Assyrer-Aramäer.
Es ist unfassbar, dass eine westlich zivilisierte Gesellschaft Jahrzehnte benötigt hat, den Völkermord beim Namen zu nennen. Und wir sind bei dieser Bundesregierung immer noch nicht am Ziel. Ein Völkermord in die Warteschleife zu setzen und diesen aus geopolitischen Gründen totzuschweigen, nur um strategische Bündnispartner nicht in den Rücken zu fallen bzw. sie zu verärgern, ist eine traurige Bilanz für Deutschland. Wenn die Demokratie der westlich zivilisierten Gesellschaft sich darauf beruhen sollte, 100 Jahre zu schweigen, weil man eigene Interessenkonflikte vor dem ethisch-moralischen Wertesystem stellt, dann ist die Demokratie und die Freiheit nur ein fiktives Wort, da sie alles an ethischen und moralischen Wertesystemen vergessen lässt, wenn sie im Zuge dessen der nationalen Interessenkonflikte in das Tagesgeschehen bzw. in den Vordergrund stellt. Meine lieben Gäste, wir müssen aufrichtig mit der Geschichte umgehen, wenn wir heute diesen Völkermord gedenken. Dann sollte dies nicht nur einem symbolischen Zweck dienen, nur weil wir uns alle einig sind, dass es ein Völkermord war, wo 1,5 Millionen Armenier, 100.000 Assyrer-Aramäer und Pontus-Griechen auf grausamste Art und Weise getötet wurden. Nicht zu vergessen die nachfolgenden Opfer und Hinterbliebenen, von denen wir hier teilweise gehört haben. Wenn man das tut, da muss man auch die Verantwortung für die jetzige Zeit nehmen und aufrichtig mit sich selbst sein. Ich möchte gerne einen Vergleich ziehen zwischen 1915 und heute. Die Sachlage ist vielleicht nicht nur 100%, die Sachlage ist vielleicht nicht 100%ig gleich in der Vorgehensweise und der Ausmaß ist unterschiedlich, aber die Struktur bzw. der Wesen, der dahinter steckt, ist ähnlich. 1915 hat das Deutsche Kaiserreich ein Militärbündnis mit den Jungtürken im Osmanischen Reich geschlossen, wo sie Zeitzeugen bzw. Mittäter waren. Geschieht das heute auch? Ja, es geschieht. Deutschland ist in mehreren Militärbündnissen und an Auslandseinsätzen beteiligt, die sogar völkerrechtswidrig sind. 1915 haben die deutschen Unternehmen wie Philipp Holzmann 10.000 armenische Männer in Zwangsarbeit gesteckt und sie gleichzeitig ausgebeutet und anschließend in den sicheren Tod geschickt. Die Deutsche Bank und die Victoria Versicherung AG profitierten von diesen Vermögenseinlagen und Versicherungspolicen der armenischen Bevölkerung. Geschieht das heute auch? Ja, das geschieht tagtäglich. Die Perversion des 21. Jahrhunderts in der kapitalistischen Moderne, das mit dem Begriff Globalisierung einen perversen neoliberalen Monstrum erschaffen hat, ist noch unbarmherziger und ausbeuterischer geworden. Zu 1915 kann man mit Gewissheit sagen, dass das Unternehmen Philipp Holzmann und die Deutsche Bank und weitere Blut an den Händen haben. Man munkelt über zig Tonnen Gold der Armenier in der Deutschen Bank. Ich würde gerne wissen, wie viel Gold die Deutsche Bank von den Armeniern gebunkert hat. Vielleicht kann die Deutsche Bank hierzu auch mal Stellung beziehen. Die Türken und die Kurden haben gleichermaßen neben dem physischen Mord auch den Raubmord begangen. 1915 hat dem Deutschen Kaiserreich die nationalen Interessen den höchsten Stellenwert sogar über den ethischen, religiösen, moralischen und humanistischen Wert einverlangt. Aus diesem Grunde ist dieser Völkermord geschehen. Die Millionen Toten wurden Opfer des nationalen Interessenkonflikts. Das Volk wurde seinerzeit durch falsche Berichterstattung manipuliert, damit keine Risse im Bündnisfall entstehen sollten. Es ging nicht nur alleine darum, im Ersten Weltkrieg nicht alleine dazustehen, sondern vorneweg ging es um die Vormachtstellung der imperialen Interessenkonflikte des Deutschen Kaiserreichs im reichen Kohlereservoir des Nahen Ostens. Die Islamisierung und der Dschihad-Aufruf wurde sogar in Kauf genommen und gefördert, in der Hauptsache, dass der treue Bündnispartner die Jungtürken mitspielten. Geschieht das heute auch so? Es geschieht heute genauso. Nichts hat sich geändert, wenn man sich die Politik des Nahen Ostens vor Augen führt. Wenn wir heute den Opfern gedenken, wenn wir heute alle Armenier, Assyrer, Aramäer und Pontusgriechen sind, dann müssen wir morgen auch alle anderen sein, die heute durch Waffenexporte und Militarismus Opfer des nationalen Interessenkonflikts werden. Alle terroristischen Organisationen, Diktatoren und nicht-demokratischen Länder bekommen die modernsten Waffen durch die Hand der westlichen Staaten, durch Russland und China. Und leider ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. Ich bin mir sicher, wenn man die Möglichkeit hätte, die Opfer von 1915 zu fragen, was wollt ihr, beziehungsweise was wollt ihr der Menschheit mit auf den Weg geben, da würden sie sicherlich sagen, vergisst uns nicht und seht hin, was das Ausmaß und der Grund für dieses Verbrechen war, damit dieses nicht nochmal passiert. Vergisst uns nicht.
Nationale Interessenkonflikte, die Absicherung des Wohlstands im eigenen Land, koste es, was es wolle, ohne Rücksicht auf Verluste, sind die Ursache des Genozids an den Armeniern und stehen auch als Ursache für alle Genozide und Massaker. Wer im Angesicht des Völkermords von 1915 an die Opfer gedenkt, aber im gleichen Zug im Irak-Kurdistan für die Barzani-Regierung für Waffenexporte wirbt oder für fragliche Auslandseinsätze wirbt, der hat nichts, aber auch gar nichts von 1915 verstanden bzw. aus der Geschichte gelernt. Wenn ich 1915 ein Armenier bin, dann bin ich heute ein Jeside in Shelgar, der auch ein Völkermord durch die IS ausgesetzt ist. Ich weise darauf hin, dass die unterlassene Hilfeleistung der Barzani-Regierung einen Völkermord an den Jesiden durch den Islamischen Staat IS erst ermöglicht hat. Nicht die Peschmerga sind zu Hilfe geeilt, sondern es waren die YPG, YPG und die PKK-Einheiten. Die einen größeren Ausmaß des Völkermords verhindern konnten. In den armenischen Klöstern sind die Bischöfe zurzeit bewaffnet, weil sie der Barzani-Regierung nicht vertrauen. Und aber auch alle anderen Minderheiten erleben das gleiche Ausmaß. Auch hier wurden wie damals 1915 und 1938 in Dersim die Bevölkerung entwaffnet und ihrem Schicksal überlassen. Es ist ein wiederkehrendes Prozess, in dem sich die Konstellation und die Vorgehensweisen ändern, aber das Ziel ändert sich nicht. Es geht um Macht und die Absicherung des eigenen Interessen, auch wenn dies zu Kollateralschäden führt, wo unschuldige Menschen dafür sterben müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass nationale Interessen Vorrang haben vor humanistischen, ethischen und moralischen Werten. Zum Gedenken an den Genozid von 1915 würde ein Mahnmal zumindest in Köln das hundertjährige Schweigen brechen und zur Aufarbeitung beitragen. Hier wäre eine gemeinsame Resolution aller Fraktionen im Stadtrat Köln wünschenswert. Der Landtag NRW kann neben dem Bundesland Schleswig-Holstein eine gemeinsame Resolution aller Parteien verfassen und für die Erinnerungskultur dienen, indem sie eine Einrichtung einer armenisch-deutschen Schulbuchkommission nach dem Vorbild des deutsch-polnischen Schulbuchkommission anbietet, indem beide Länder, die Historiker, gemeinsam die Geschichte erarbeiten. Die Vergangenheit bzw. die Geschichte von 1915 darf nicht verfälscht weitervermittelt werden. Ignoranz ist die häufigste Todesursache auf diesem Planeten. Daher lasst uns für eine Gesellschaft kämpfen, in dem konfessionelle und ethische Unterschiede zu einem und machtpolitische oder finanzielle Interessen zum anderen nie wieder den Weg zu einem Genozid ebnen können. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Vielen Dank. Einiges folgen zur Aufarbeitung und zur Versöhnung.
Und darum geht es. Und ich glaube, die Kultur kann uns immer einen Schritt dahin bringen, uns zu versöhnen. Und wir bitten noch einmal Anna Denian und Arta Kankonian auf die Bühne und die letzten Bühnenlieder zu singen. Und ich bin, glaube, jetzt ein bisschen durch. Entschuldigung, wenn ich jetzt den Namen falsch gesagt habe. Ich schalte ab. Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Lalle von, und vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich bin Anna Denian, das ist Antak Voskalian. Und jetzt singe ich ein armenisches Lied, das heißt Kele Kele. Werden vielleicht einige von euch kennen. Ich widme es aber allen Leuten, die hier sitzen, egal wer ihr herkommt.
war großartig. Und ich finde, was Anna gesagt hat, das ist wirklich für mich eine Wahrheit. Es geht um das Gemeinsame herauszufinden. Und wie können wir herausfinden, friedlich gemeinsam zu leben. Darum geht es. Das war, glaube ich, das Ansinnen unserer Veranstaltung. Vielen Dank.